Hallo, liebe Studierende, herzlich willkommen zu dieser Live-Vorlesung Big Data Engineering heute IMDb Teil 1. Ich werde während der Vorlesung keine Videokamera anhaben. Ich denke, das lenkt sie nur ab. Ich habe aber mal ein Bild gemacht, wie das hier gerade aussieht. Das bin ich. Links, rechts ist mein Setup, wie man sehen kann. Und das lustige Setup links, das ist, weil der Lüfter ein bisschen laut wird. Von meinem MacBook habe ich ihn hochgelagert und auch ein Tuch dazwischen gelegt, was man so alles machen muss und lernen muss als Informatiker. Also ich hoffe, dass das alles klappt. Hier ist noch eine Baustelle nebenan auf dem Campus. Ja, also ich habe versucht, alles zu berücksichtigen und alles zu machen, so gut wie es geht. Toi, toi, toi. Damit legen wir los. Also heute das relationale Modell. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, das steht in den administrativen Dokumenten. Wir haben die folgende Struktur für diese Vorlesung. Das heißt, wir machen 2 Wochen immer eine Applikation. Heute gucken wir IMDb an. Ich gebe Ihnen ein bisschen Überblick, was ist IMDb, was sind da, was kann man damit machen, falls Sie noch nicht gesehen haben. Dann, zweitens, was sind die Datenmanagement- und Analyseprobleme dahinter? Dann, drittens, was für Grundlagen benötigen Sie, um diese Probleme lösen zu können? Denn zwei, also ja, zum einen auf Folien und dann aber auch immer die Umsetzung. Also wir werden bei jeder Vorlesung auch Jupyter-Notebooks benutzen. Ich werde Ihnen so ein bisschen Hands-on geben, wie das funktioniert und wie man das jetzt wirklich umsetzt, wie man sich löst von den Konzepten und wirklich dann in die Implementierung kommt, in die Anwendung. Und dann viertens machen wir die Klammer zu nochmal und machen nochmal den Transfer auf die konkrete Anwendung. Das heißt, wie werden die Konzepte wirklich jetzt in dieser Anwendung benutzt? Wo kommen die zum Tragen? Das machen wir auch schon zwischendrin. Auf den Folien werde ich immer wieder Beispiele aufgreifen aus der Anwendung. Aber insbesondere und nochmal am Schluss fange ich das alles nochmal ein und greife das auf. Genau. Ja, also was ist IMDb? IMDb ist die Internet Movie Database, die hat Daten zu Film- und Fernsehproduktionen. Das ist seit 1990. Das ist eine sehr, sehr große Datenbasis mit mehr als 5 Millionen Produktionen und mehr als 9 Millionen Film- und Fernsehschaffenden. Gucken wir mal kurz drauf, wie das Ding aussieht. Wo ist denn mein Browser? Ich muss kurz den Browser aufmachen. Hier ist es mal als Beispiel. Das ist die Startseite von IMDb, wenn Sie hier drauf gehen. Und hier sehen Sie zum Beispiel diesen Space Force Teaser, der demnächst rauskommt. Aber wenn ich hier oben kann ich Suchbegriffe eingeben, zum Beispiel The Fifth Element, ja, dann kriege ich hier alle Ergebnisse angezeigt, die sich irgendwie qualifizieren. Hier den Film mit Bruce Willis und Mila Jovovich. Und wenn ich da draufklicke, sehen Sie, gibt es alle möglichen Informationen zu den Filmen. Also irgendwelche hübschen Bilderchen, Videos, Fotos, aber insbesondere hier auch die komplette Cast, also die Schauspieler, die mitgespielt haben. Zum einen der Name des Schauspielers, aber dann auch die Rolle, die dieser Schauspieler in diesem Film gehabt hat. Ja, und wenn ich jetzt weiter drauf gehe, kann ich mich hier durchklicken und kriege dann Informationen zu Bruce Willis angezeigt. Was hat er sonst noch für Filme gemacht? Known for. Die Hard natürlich, Pulp Fiction und so weiter und so fort. Also hier ist jede Menge strukturierte Informationen hinterlegt und die Frage ist natürlich, wo kommt die her? Klar, kann ich dieses IMDb letztendlich betrachten als irgendwie eine Webseite und ich kann das alles, ich könnte IMDb betreiben, indem ich einfach mir ganz viele Webseiten erstelle, aber das wäre kompletter Wahnsinn. Wie das Ganze technisch funktioniert ist, es gibt diese Webseite, ja, aber die Daten, die angezeigt werden auf der Webseite, die kommen aus einem anderen System, aus einer Datenbank, ja, wo diese Daten strukturiert abgelegt werden. Und das wollen wir jetzt angucken in der Vorlesung, wie das funktioniert. Also ich habe hier nochmal ein paar Screenshots gezeigt in den Folien, das haben wir schon gesehen, mit diesen strukturierten Elementen, die da gezeigt werden. Das war der Cast, genau. Also die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Also was sind jetzt die Datenmanagement- und Analyseprobleme bei IMDb? Naja, wie werden denn diese Daten zu Filmen, Schauspielern und Regisseuren modelliert und abgelegt? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie werden in IMDb Verknüpfungen dieser Daten modelliert und abgelegt? Nächste Woche gucken wir uns dann an, wie wir Anfragen an diese Daten stellen. Also wie Sie zum Beispiel jetzt alle Filme bekommen, in denen meinetwegen Bruce Willis mitgespielt hat. Ne? Okay, aber erstmal geht es darum, wie lege ich das überhaupt ab? Wie stelle ich das überhaupt dar, diese Daten? Und da werden wir heute 2 wesentliche Techniken angucken. Das eine ist die ER-Modellierung und das andere ist das relationale Modell. ER heißt Entity-Relationship-Modellierung und ist eine der wichtigsten Techniken überhaupt, um Daten in den Griff zu bekommen und Daten zu modellieren. Hier habe ich nochmal kurz auf der Folie die Lernziele
hingeschrieben, das brauchen Sie jetzt alles nicht durchlesen, das ist nur für später als Übersicht. Jeweils immer am Anfang der Folien sehen Sie, aha, das sind die wichtigen Schlüsselbegriffe, das sind die wichtigen Techniken, die wir heute gelernt haben in diesem Foliensatz, nur mal zur Übersicht. Wir werden jetzt alle im Einzelnen lernen und durchgehen im Rahmen der Vorlesung. Ja, erste Frage ist, wie fangen wir an? Was für Daten nehmen wir denn? Die Daten, die kann man runterladen von IMDb. Kriegen Sie über diese Webseite, da kriegen Sie einen Schnappschuss, einen Snapshot angezeigt von diesen Daten. Und wenn man die anguckt, dann, also wir haben uns das angeguckt und gemerkt, er war nicht ganz glücklich damit, das ist also aus pädagogischen Gründen ein bisschen, zum Anfang ein bisschen zu unübersichtlich. Deswegen haben wir uns eine vereinfachte Version angeschaut. Und das sind diese Daten, die Sie auf dieser Webseite runterladen können. Also wenn ich hier drauf gehe, dann sehen Sie, das ist auch ein Snapshot dieser Daten, ein bisschen älterer, ein bisschen kleiner auch als das, was man von IMDb bekommt. Und die Datenstruktur ist ein bisschen einfacher. Das Datenmodell ist ein bisschen einfacher. Und dieses Datenmodell, was Sie hier auf der Seite finden, das werden wir jetzt im Folgenden mal angucken, ne, was man damit machen kann. Also ich gehe mal zurück auf die Folien. Also hier sind die Folien. Was man erstmal sieht, hier sind 7 Tabellen. Ja, für jede Tabelle steht hier oben immer der Name und dann steht hier, die Tabelle hat diese Spalte oder dieses Attribut, diesen Attributnamen und dieses Attribut hat diesen Typ. Also es gibt einen Director underscore ID vom Typ Int, es gibt ein Genre vom Typ Varchar. Varchar ist einfach ein anderes Wort für String. Lesen Sie es als String, wenn da Varchar steht, das hat jetzt erstmal keine Bedeutung. Genauso Char, Character oder Varchar. Also der Unterschied ist hier nur, var heißt Variable, eine variable Anzahl von Strings. Und bei Character, da muss ich mich festlegen, wie viel Zeichen ich da nehme. Also nochmal, Varchar heißt eine variable Anzahl von Characters natürlich. Ja? Und das ist ein beliebig langer String, in anderen Worten. Und Character ist eine feste Anzahl von Zeichen. Damit ist die Länge begrenzt. Aber es sind alles letztendlich Strings. Also wir haben diese 7 Tabellen. Und wir haben diese Notation mit den Pfeilen. Und dieser Pfeil bedeutet immer, wenn eine Tabelle T1 mit einem Pfeil auf T2 zeigt, dann referenziert ein Attribut aus T1 ein Attribut aus T2. Und hier ist ein Beispiel. Directors Genres Pfeil, also zeigt auf Directors, gucken wir uns das mal an, Director Genre, zeigt auf Directors, meint hier, dass hier diese Director ID diese ID in Directors referenziert. Also hier ist irgendwie ein Verweis. Diese Tabellen sind verknüpft über diese Pfeile. Wie genau das funktioniert, sehen wir gleich noch. Das heißt, wenn hier eine bestimmte Zahl steht in diesem Attribut, stellen Sie sich vor, steht die 42, dann ist hiermit die 42 gemeint, die auch hier steht. Also dadurch kann man Verknüpfungen realisieren, dass hier dieselbe Zahl steht wie hier. Das ist jetzt sehr, sehr technisch und sehr low-level ausgedrückt. Wir werden das alles jetzt noch konzeptuell aufrollen im Folgenden. Nur erstmal zum ersten Verständnis, wie diese Benamensung zustande kommt. Und das sehen Sie dann auch hier, wenn Sie sich die Tabellen anschauen. Hier gibt es Directors, Movies und Actors. Da steht jeweils eine ID drin. Und bei diesen Tabellen hier oben, da ist das irgendwie anders. Da steht nicht eine ID drin, sondern da steht immer der Name von der Tabelle. Director underscore ID. Ja, das verweist auf das hier. Dann Movie underscore ID, das verweist auf das hier. Ja, also hier sieht man schon an der Benamensung, wie diese Verweise funktionieren. Movie underscore ID verweist auf das hier und so weiter und so fort. Hm? Genau. Ja, nochmal hier die Semantik der Tabellen. Also das sind die, brauchen wir gar nicht im Detail durchgehen, das sind die Regisseure natürlich, das sind die Filme, das sind die Schauspieler. Und dazwischen sind irgendwie noch so andere Sachen. Ne? Also hier Directors, Genres sind die zugeordneten Genre des Regisseurs, also was für Arten von Filmen der macht, was für Genre diese Filme haben. Dann die Movies Directors bildet irgendwie ab, wie genau sehen wir gleich, die Filme, die ein Regisseur gemacht hat und so weiter und so fort. Nur nochmal zur Semantik dieser Tabellen. Und das ist jetzt die Ausgangssituation und das wollen wir in ein echtes Datenmodell überführen, ein sogenanntes ER-Diagramm. Und ich habe ihn hier oben nochmal hingeschrieben, das ist jetzt kein korrektes ER-Diagramm, noch nicht, da wollen wir aber hin. Wir wollen ein echtes ER-Diagramm erzeugen. Das werden wir jetzt schrittweise reverse engineeren, wie man auf Neudeutsch, auf Neuinformatik sagt. Das heißt, wir wollen ein gegebenes Artefakt nehmen und auf die konzeptuelle Ebene ziehen. Ja, also hier ist jetzt irgendwas gemacht worden, wir sehen irgendwelche Tabellen, die sind irgendwie miteinander verknüpft und wir wollen das jetzt konzeptuell sauberer machen und besser machen.
Ja, und das werden wir im Folgenden machen. Und dabei werde ich auch die verschiedenen Konzepte einführen, die Sie dafür benötigen. Das erste Konzept, was wir benötigen, ist der Entitätstyp, Entitätstypen. Und ich gebe Ihnen zunächst mal eine Intuition dafür. Also wenn Sie mal zurückgehen, ich habe jetzt mal das gleiche Diagramm hier genommen, wie wir es finden, und lege jetzt über bestimmte Tabellen andere Sachen drüber. Also hier sehen Sie jetzt, hier habe ich über die Directors, Movies und Actors zum Beispiel, habe ich hier Entitätstypen drüber gelegt. Das sind diese gelben Kästen. Also ich habe für den Moment nur, das ist irgendwie ein Kasten, ja, so ein Rechteck, da steht ein Name drin, das ist der Name des Entitätstyps und die Attribute werden durch solche Ellipsen hier dran gemalt. Also hier stehen jetzt die Attribute, die vorher auch dran standen, stehen jetzt genauso dran. Ich habe sie nur praktisch grafisch ein bisschen anders dargestellt. Und die Idee von so einem Entitätstypen ist jetzt, dass er eine Klasse von Entitäten beschreibt, die semantisch dasselbe Konzept repräsentieren. Also alle Direktoren, ja, die kann man sich als Klasse vorstellen, wie auch in der objektorientierten Modellierung zum Beispiel, da modellieren sie auch Klassen. Ja, oder Filme, ja, das ist ein Entitätstyp, ja, also wie ein Typ Integer oder wie ein Typ Domain, das ist genau das Gleiche, das ist nicht die konkrete Instanz und die versuche ich jetzt hiermit zu modellieren. Ja, wenn man das nochmal ein bisschen ausschreibt, dann sieht das so aus, also ein Entitätstyp beschreibt und modelliert eine Menge von Entitäten. Wichtig ist, jeder Entitätstyp hat einen eindeutigen Namen, am besten im Plural. Und so ein Entitätstyp, der kann mit den sogenannten Beziehungstypen, zu denen wir gleich kommen, verbunden werden, aber niemals direkt mit anderen Entitätstypen. Und Beispiele dafür sind Regisseure, wie wir schon hatten, Filme und Schauspieler. Und in der Benamung ist es wichtig, und das geht oft durcheinander, das sehen Sie auch oft in Büchern oder manchmal auch in Videos auf YouTube, man muss immer unterscheiden Entitätstyp und Entität. Ja, also Entitätstyp sind die Regisseure. Ja, das ist die Klasse und die Entität ist zum Beispiel Quentin Tarantino oder weiß ich nicht, Steven Spielberg oder wer auch immer ihr Lieblingsschauspieler ist. Und das ist die gleiche Unterscheidung wie in der objektorientierten Modellierung. Da reden wir von der Klasse, das ist das Schema, was wir bauen, das definiert, wie Objekte einer Klasse aussehen, wie Instanzen aussehen. Das heißt, wenn ich ein Objekt erzeuge, dann mache ich das anhand der Beschreibung der Klasse. Ich erzeuge nicht die Klasse, sondern ich erzeuge von dieser Schablone, von der Klasse, ein Objekt oder eine Instanz. Und das ist hier genauso. Das ist genau die gleiche Analogie. Wir haben Entitätstyp. Dieser Entitätstyp beschreibt, wie eine Entität aussehen soll. Aber die einzelnen Entitäten, also das sind die eigentlichen Instanzen, genauso wie die Objekte. Das heißt, wir müssen immer unterscheiden im Folgenden, was ist ein Entitätstyp, das ist die Beschreibung davon, wie die einzelnen Entitäten aussehen. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Genau, um jetzt weiter zu modellieren, brauchen wir noch Domänen oder Attribute. In der Datenbankwelt sagt man Domäne, wenn man eine Menge atomarer Werte meint. Das ist nichts anderes als ein Wertebereich. Also Sie kennen das schon aus Programmiersprachen. Eine Domäne, also Integer wäre zum Beispiel eine Domäne, Float wäre eine Domäne, String und so weiter und so fort. Also diese ganzen einfachen Datentypen, die Sie auch aus Programmiersprachen kennen. Und typischerweise geht man davon aus, dass diese Werte nicht weiter aufteilbar sind. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie eine ganze Adresse als Domäne. Also dass ich da die Straße, den Ort und die Postleitzahl in einer Domäne drin habe. Das typischerweise geht man davon aus, dass es nicht der Fall ist. Das werden wir dann später aufweichen noch, aber für den Moment sind das atomare Werte, also wie Zahlen, Strings, Datum meinetwegen und so weiter. Und damit kann man sich überlegen, was ein Attribut ist. Ein Attribut beschreibt atomar einen Aspekt eines Entitäts- oder Beziehungstypen. Die Domäne des Attributs wird nicht spezifiziert, kann man aber dran schreiben. Das hatten wir hier schon gesehen. Ich gehe nochmal zurück. Also wir hatten hier im Gegensatz zu hier, wo die Typen stehen, haben wir hier den Typ einfach weggelassen oder die Domäne haben wir weggelassen. Da steht nur noch der Name dran. Genau. Und so ein Attribut, das gehört immer zu genau einem Entitäts- oder Beziehungstypen. Und für einen Entitätstyp EI werden seine Attribute benannt von AI1 bis AI. IKI, das ist eine Benamung, die man nehmen kann. Und dann hat man sowas wie der Regisseur, der hat die Attribute Vorname und Nachname. Ein Film hat das Attribut Erscheinungsjahr, was wir oben auch gesehen haben. Also hier nochmal zurück. Ja, der hat Vorname, Nachname. Film hat das Erscheinungsjahr, das sind die Attribute.
Gut, das mal zu den einfachen Entitätstypen. Dann kommen wir zu einer zweiten Sache, das sind die Beziehungstypen. Die Beziehungstypen drücken jetzt aus, dass zwei Entitätstypen irgendwie miteinander verbunden sind, in Verbindung sind, in Beziehung stehen. Also hier sehen Sie es gut in einem Beispiel, der Regisseur, der macht ja Filme. Ja? Das will ich ja irgendwie ausdrücken. Und ein Regisseur macht ja typischerweise nicht nur einen Film, sondern mehrere. Oder es kann natürlich auch passieren, dass so ein Film von mehreren Regisseuren gemacht wird. Ja? Die Coen Brothers zum Beispiel. Ja? Das ist mir ein Beispiel dafür. Also das will ich irgendwie ausdrücken durch diesen Beziehungstyp machen. Und da sehen Sie schon, das erste Problem ist ja, in welche Reihenfolge, wie lese ich das denn überhaupt? Ja? Natürlich wissen wir jetzt als Menschen, okay, es macht wenig Sinn, wenn die Filme Regisseure machen. Also wenn ich von rechts nach links lesen würde. Ja, es macht eigentlich nur Sinn, wenn die Regisseure machen Filme, diese Leserichtung von links nach rechts. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also eigentlich ist die Konvention, dass man es das immer versucht, von links nach rechts zu lesen und dass es dann Sinn ergeben sollte. Das muss aber nicht immer so sein. Also hier funktioniert das zum Beispiel auch mit diesem Beziehungstyp haben. Filme haben Schauspieler. Ja? Schauspieler haben Filme. Ja, das ist irgendwie komisch. Ne? Aber Filme haben Schauspieler. Das macht Sinn. Also muss man ein bisschen aufpassen, in welche Richtung das gelesen werden soll. Die Notation für einen Beziehungstyp ist so eine Raute. Die Farbe spielt ja überhaupt keine Rolle, genauso wie beim Entitätstyp. Und das ist die Beispiele, die ich genannt. Hier sehen Sie ein Attribut eines Beziehungstypen. Also wir hatten eben nur den Fall, ich gehe nochmal hoch zu der Folie. Ja, wir hatten hier nur Attribute von Entitätstypen. Diese Ellipsen, das sind Attribute von Entitätstypen. Und hier hätten wir noch keine Beziehungstypen, aber ein Beziehungstyp kann auch ein Attribut haben. Und das ist hier die Rolle. Ja? Also dieser Schauspieler, der hat ja an einem Film eine bestimmte Rolle gehabt. Ja? Und das wäre sinnvoll, hier an diesem Beziehungstyp dran zu schreiben. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie das funktioniert und warum das Sinn macht. Nur mal vorab. Gut, ich würde an der Stelle auch schon mal, ich hatte es am Anfang schon eingeblendet, hier ist nochmal unsere Frag jetzt Session, das ist immer dieselbe Session für jede Vorlesung. Also Sie brauchen sich eigentlich nur einmal diesen Link merken. Und das ist, wie gesagt, ein moderierter Chat. Da können Sie Fragen stellen. Mein Cheftutor Marcel Maltri, der moderiert den Chat, beantwortet die Fragen entweder individuell oder schaltet sie frei, sodass ich sie sehe und direkt darauf antworten kann. Ich werde mir jetzt auch noch mal gucken, wo denn mein Fenster ist. Momentan sehe ich keine Fragen. Das heißt, ich mache da erstmal weiter. Gut. Also, hier sind nochmal Beziehungstypen, bisschen textueller formuliert. Ein Beziehungstyp beschreibt eine Menge von Beziehungen. Also, hier sehen Sie wieder die Unterscheidung: Klasse, Objekt. Ja, bitte vorsichtig, reden Sie nicht von Beziehungen, wenn Sie Beziehungstyp meinen und umgedreht. Da muss man als Informatiker sehr vorsichtig sein. Informatik ist, wie ich schon mehrfach gesagt habe, es ist extrem wichtig, eine klare Sprache zu haben, auf der sprachlichen Ebene klar zu formulieren, weil man sonst sehr schnell Sachen durcheinander wirft. Und Beziehungstyp und Beziehung sind einfach zwei verschiedene Sachen. Bei der Benamensung achten Sie bitte darauf, dass diese Beziehungstypen eindeutige Namen haben und dass es immer im Plural ist. Ja? Wir wollen ja eine Menge von Beziehungen modellieren mit einem Beziehungstyp und deswegen sollte der Name im Plural stehen. So ein Beziehungstyp, der kann mit beliebig vielen Entitätstypen in Verbindung stehen. Da werden wir auch gleich Beispiele sehen. Aber niemals direkt mit anderen Beziehungstypen. Also Entitätstyp darf nicht mit einem anderen Entitätstyp verbunden sein und Beziehungstyp darf auch nicht mit anderen Beziehungstypen verbunden sein. Okay? Und Beispiele für Beziehungstypen sind machen oder spielen in bzw. haben. Und jetzt gucken wir uns das nochmal ein bisschen an, wie das hier aussieht. Das reverse-engineerte Diagramm. Wie es aktuell aussieht. Also wir haben jetzt hier die Entitätstypen, wir haben hier die Beziehungstypen. Hier habe ich jetzt verschiedene, ja, die habe ich jetzt einfach haben benannt. Ja, Filme haben Schauspieler, beziehungsweise ein Film hat ein Genre oder mehrere Genres. Das kann auch sein. Es gibt Filme, die sind nicht nur Actionfilme, sondern die sind vielleicht auch Action und Komödie gleichzeitig. Da muss ich hier mehrere Genres zulassen. Das hatten wir schon, die Regisseure machen Filme und ein Regisseur, der kann auch, wenn
bestimmte Genres zugeordnet haben. Das ist genauso gut möglich. Ja, soweit ist dann, das ist jetzt schon fast ein gültiges R-Diagramm, also man könnte es schon als gültiges R-Diagramm bezeichnen. Was jetzt noch so eine Sache ist, sind die Pfeile, da müssen wir uns jetzt noch im Folgenden drüber unterhalten. Jetzt haben wir schon mal alles ausgedrückt durch Konzepte, Entitätstypen und Beziehungstypen. Was man sich jetzt relativ schnell sieht, ist, dass man sich über die sogenannten Schlüsselgedanken machen kann. Und wir gehen mal wieder zurück, vielleicht erstmal zum R-Diagramm. Ich habe hier Schlüssel schon eingezeichnet durch diese Notation underscore ID. Ja, underscore. Underscore heißt, das ist ein Schlüssel und ein Schlüssel identifiziert die Entitätstypen, also die Entitäten eines Entitätstyp eindeutig. Also stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie hätten Studenten, ja, Studierende modelliert als Entitätstyp, die haben alle eine Matrikulationsnummer, die eindeutig ist. Das wäre ein Attribut, was man als Schlüssel verwenden kann. Oder hier ist es gelöst in diesem Schema, dass man so einen künstlichen Schlüssel eingeführt hat, eine ID. Das sieht man ganz oft in solchen Modellierungen. Das heißt, man hat gesagt, okay, jeder Regisseur bekommt hier so eine eindeutige Nummer, eine eindeutige ID, die nur dieser Regisseur hat. Und es gilt, dass jede ID von jeder Entität hier drin nur genau einmal vorkommt, maximal einmal vorkommt, aber in keinem Fall zweimal. Also zwei Regisseure dürfen nicht dieselbe ID haben, ist ganz wichtig. Und das sagt dieses Unterstreichen. Man könnte natürlich hier, das ist so ein typischer Anfängerfehler, den man da macht, ja, ich könnte auch, statt eine ID einzuführen, könnte ich sagen, ach nee, ich mache einfach, mein Schlüssel ist die Kombination aus Vorname und Nachname. Ja, dann könnte ich Regisseure auch gut mit, könnte ich natürlich Regisseure auch mit modellieren. Aber ich habe dann ein Problem, sobald ich zwei Regisseure habe, die den gleichen Namen haben. Also ich habe zweimal, weiß ich nicht, Peter Müller. Ja, beide Regisseure heißen Peter Müller. Dann kann ich die hiermit nicht modellieren. Also typischerweise über Vornamen, Nachnamen was zu modellieren, das macht wenig Sinn. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Schauspieler. Sobald ich zwei Schauspieler habe, die den gleichen Namen haben, das würde nicht gehen. Deswegen behilft man sich oft durch so einen künstlichen Schlüssel einer ID. Das muss man nicht machen, aber das hilft meist doch oft. Ne? Und wie gesagt, Notation ist Unterstreichen. Ich kann auch mehrere Attribute unterstreichen. Wichtig ist, es muss mindestens ein Attribut, das Schlüsselattribut sein. Also man kann eher ein Diagramm machen, indem man auch nichts unterstreicht an Entitätstypen. Aber eigentlich ist die Regel, dass man das unterstreichen muss. Okay, wir haben jetzt hier eine erste Frage, da gehe ich mir kurz drauf ein. Wir sind letztes Mal ja noch nicht ganz fertig geworden mit Python, gehen wir noch drauf ein. Genau, ja, da gibt es ja am folgenden Dienstag Nachmittag um 12.15 Uhr den Teil 2 des Python Crashkurses. Ich werde heute nur Konzepte benutzen, die Sie schon kennen von dem Crashkurs von Dienstag, beziehungsweise eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben, Unit-Tests, falls Sie das noch nicht können, können Sie auch den Screencast dazu anschauen, werde ich gleich nochmal darauf hinweisen, beziehungsweise ich erkläre Ihnen das noch Dienstag rechtzeitig, damit Sie das verstehen für die Übung. Ja, also keine Angst, wenn Sie den Crashkurs gesehen haben, dann wissen Sie alles, was Sie benötigen, plus Sie gucken sich noch diesen Screencast an. Kommen wir gleich dazu. Genau. Spielt die Richtung der Pfeile keine Rolle? Ja, ich werde die Pfeile gleich weglassen. Ich sage gleich was dazu. Wir werden keine Pfeile benutzen und wie das funktioniert. Wir werden die Pfeile jeden Moment wegschmeißen. Wir können Beziehungstypen Schlüssel haben. Ja, das ist aber ein bisschen fortgeschritten. Möchte ich jetzt mal weglassen. Das ist tatsächlich möglich, insbesondere wenn die Zeit ins Spiel kommt und insbesondere bei der Umsetzung. Für den Moment gehen wir mal davon aus, dass die Entitätstypen nur die Schlüssel haben. Können Entitätstypen mehrere Schlüssel haben? Ja, da kann man unterscheiden. Es gibt sogenannte Kandidatenschlüssel. Also Sie könnten sich überlegen, ja, der Schlüssel ist geeignet, der andere aber auch. Ja, das ist oft der Fall. Zum Beispiel stellen Sie sich vor, Sie haben Studenten modelliert und Sie haben die Matrikulationsnummer und die Personalausweisnummer. Die sind ja beide eindeutig. Das heißt, Sie könnten beides nehmen, beides wäre eindeutig. Da müssen Sie sich entscheiden. Da kommen wir später auch noch zu. Aber für den Moment hier in der ER-Modellierung entscheidet man sich einfach für einen Schlüssel, der geeignet ist und nimmt den. Aber oft gibt es so Situationen, wir sehen das dann später auch noch bei der Umsetzung, wo man sich entscheiden kann.
Sie haben gesagt, dass ein Entitätstyp nicht mit anderen Entitätstypen verbunden werden. Warum darf der Entitätstyp Movie-Genres mit dem Entitätstyp Movies verbunden werden? Das war weiter oben, oder? Ich gehe mal hoch. Ja, das ist kein korrektes ER-Diagramm, ganz einfach. Ja, wenn wir hier, das ist halt, das kommt ein bisschen aus dem Reverse Engineering, ist das hier, das kommt, Sie werden das gleich sehen, warum das der Fall ist. Also wir haben das hier, habe ich das einfach ersetzt, weil es von der Idee her ist ein Entitätstyp, aber eigentlich darf ich es im echten Diagramm nicht machen, deswegen habe ich es hier oben nochmal hingeschrieben. Und Sie sehen dann, wenn ich weiter runtergehe, ja, in dem, was wir dann eigentlich hatten, dann sehen Sie genau diesen Effekt hier, dass hier die Genres auf einmal sind. Oben und dazwischen sind die Beziehungstypen. Also es kommt ein bisschen durch das Reverse Engineering. Deswegen habe ich oben dran geschrieben, dass das kein korrektes ER ist. Also es ist richtig hier, das sieht so aus, als wären diese beiden Entitätstypen miteinander verbunden, aber das ist nicht korrekt, das darf man eigentlich nie machen. Gut beobachtet, ja, sehr gut. Genau. Im ER-Gramm werden von der Konvention her die Typen oft nicht mehr angezeigt, wie ganz am Anfang. Ja, das hatte ich gesagt, das ist eine Konvention, die man macht beim Modellieren von Entitätstypen, weil man will bei so einem ER-Diagramm, will man das ein bisschen reduzieren auf die semantische Information. Also was ist wirklich wichtig, um irgendwas zu modellieren? Und dann merkt man relativ schnell, die Typen, die Domänen, die dahinter stehen, die spielen eigentlich keine Rolle. Die sind nur im Weg, die nerven nur rum. Ja? Die machen nur irgendwie, die blähen dieses ganze Diagramm nur auf und helfen nicht wirklich, um das Ganze semantisch zu modellieren. Deswegen lässt man die erstmal weg. Das kann man in einem zweiten Schritt machen und das werden wir auch tun. Aber für den Moment ist es viel wichtiger zu wissen, was sind das denn für Attribute, die ich modellieren muss? Und dann mache ich mir im zweiten Schritt Gedanken darüber, ja, okay, welche Domänen schreibe ich dahinter? Ja, und deswegen schreibt man mit Entitätstypen keine Variablen dran. Also keine Domänen, keine Typen schreibt man da dran. Nicht Variablen, Domänen und Typen schreibt man nicht dran. Ja? Okay, soweit dazu. Dann machen wir mal weiter. Wir waren hier. Genau, bei den Schlüsseln. Also eindeutige Schlüssel sollen gewählt werden, die werden durch Unterstreichen gekennzeichnet. Hier nochmal ein bisschen die Beschreibung dazu. Also ein Schlüssel ist typischerweise eine Teilmenge der Attribute. Es können auch alle sein, Spezialfällen, aber eigentlich ist es eine Teilmenge der Attribute eines Entitätstyps. Und diese Teilmenge werden Schlüsselattribute genannt und muss jede Entität des Entitättypen anhand dieser Attribute eindeutig identifizieren. Also wenn ich eine bestimmte Kombination von Schlüsseln angebe, wie eben in diesem Beispiel, wenn ich sage, ich will Direktor mit der ID 42, dann darf da maximal eine Entität zurückkommen. Es dürfen nicht zwei Entitäten dieselbe Belegung, dieselben Attributwertbelegungen haben für diesen Einschlüssel. Wenn ich sage Direktor mit der ID 42, dann kommt da entweder keine Entität zurück oder genau eine. Und das ist wichtig. Ja, und wichtig bei diesem Schlüsseln ist die sogenannte Minimalität. Das heißt, ich versuche den Schlüssel immer so zu wählen, dass ich da nicht Attribute drin habe, die Entität nicht identifizieren. Das heißt, wenn ich eine Teilmenge wählen kann, die kleiner ist und trotzdem damit alle Entitäten identifizieren kann, dann bildet die aktuelle Teilmenge keinen Schlüssel. Was ist ein Beispiel dafür? Gehen wir mal hier zurück. Wenn ich bei Directors gewählt hätte als Schlüssel ID und First Name, also First Name wäre auch noch unterstrichen, wenn beide unterstrichen hier, dann wären beide Attribute zusammen der Schlüssel. Dann würde ich, um eine Entität, also einen Regisseur hier zu wählen, würde ich sagen, gib mir mal den Regisseur 42 Peter. Ja? Damit würde dann der Regisseur ausgewählt werden. Das ist aber, darin ist der Vorname, der First Name, eine redundante Information, weil das reicht ja schon aus. Ich habe, wenn ich mich vorher darauf geeinigt habe, dass dieser künstliche Schlüssel für jeden Regisseur nur einmal vergeben wird, brauche ich ja nicht noch zusätzlich den Vornamen dran schreiben. Das macht ja keinen Sinn. Das ist eine zusätzliche Information, die mir nicht hilft, diesen Regisseur zu identifizieren. Das heißt, die Kombination von ID und First Name wäre kein Schlüssel. Das ist nicht minimal. Ich muss Schlüssel immer so wählen, dass sie minimal nehmen. Wenn ich ein Attribut wegnehme aus so einem zusammengesetzten Schlüssel, dann darf das, was übrig bleibt, nicht mehr den Rest identifizieren. Ja, also wenn ich von First Name und ID wegnehme,
dann würde First Name alleine nicht die Regisseure definieren, weil Regisseure können den gleichen Vornamen haben. Wenn ich zum Beispiel zwei Regisseure habe, die Peter heißen, dann wäre First Name alleine kein Schlüssel. Ja, wenn ich von ID und First Name als zusammengesetzten Schlüssel First Name wegnehme, dann kann ID alleine immer noch alle Regisseure eindeutig definieren. Deswegen ist ID ein minimaler Schlüssel. Wenn ich natürlich das auch noch wegnehme, habe ich eine leere Attributmenge und das macht keinen Sinn. Ne? Also da muss schon was drinstehen. Genau. Also falls die Teilmenge, das war dieser erste Punkt, dann der zweite Punkt ist, falls die Teilmenge nicht alle Entitäten unterscheiden kann, dann bildet die Teilmenge ebenfalls keinen Schlüssel. Das heißt, ich vergrößere die Teilmenge auf geeignete Weise. Und das ist der Fall, wenn ich hier sagen würde, okay, ich nehme als Schlüssel nicht die ID, sondern First Name. First Name alleine kann das nicht unterscheiden, ja, weil ich kann zwei Regisseure mit selben Vornamen haben. Dann nehme ich Last Name hinzu. Dann merke ich, oh, First Name und Last Name in der Kombination können das auch nicht unterscheiden. Dann muss ich noch irgendwas anderes hinzunehmen. Dann nehme ich ID hinzu. Dann merke ich, oh, wenn ich ID hinzunehme und alle drei Schlüssel sind, ist das ja irgendwie auch Quatsch, weil First Name und Last Name liefern mir keine zusätzliche Information, also nehme ich nur ID. Ne? Und so habe ich meinen Schlüssel bekommen. Genau. So viel zu Schlüsseln. Ja, dann können wir uns das Zusammenspiel von diesen Beziehungs- und Entitätstypen anschauen. So ein bisschen formaler kann man sich das allgemein so vorstellen. Also wir haben eine Menge von Entitätstypen von 1 bis n. Also in der Mitte hockt hier so ein Beziehungstyp. Der ist verbunden mit n Entitätstypen auf der linken Seite und hat selber noch kb viele Attribute. Und wie man sich so einen Beziehungstyp vorstellen kann, ist, dass er letztendlich so ein n plus kb stelliges Tupel ist. Also wir haben letztendlich hier so eine Referenz auf die Entität jedes beteiligten Entitätstyps. Also E1 ist eine Entität des Entitätstyps groß E1 und so weiter und so fort. Für alle en Entitätstypen, ja, stehen hier n Entitäten drin. Dann kommt die Belegung der Attribute und das ist letztendlich nur ein Element dieses Kreuzproduktes. Also wenn ich hier einen Entitätstyp E1 habe, ist das letztendlich, kann ich das als Domain auffassen, Kreuzprodukt mal alle Entitätstypen mal die Domänen der beteiligten Attribute, die standen hier oben, ja, dann ist das letztendlich nur ein Tupel aus diesem Kreuzprodukt. Um das mal ein bisschen konkreter zu machen, hier ein Beispiel eines Beziehungstyps mit 4 beteiligten Entitätstypen. Also wir haben 4 Entitätstypen, und jeweils 5 Beziehungen. Also passen Sie auf, hier habe ich wieder die Benamung benutzt, Beziehungstyp mit 4, also es ist ein vierstelliger Beziehungstyp, weil er mit 4 Entitätstypen in Beziehung steht, aber ich habe 5 Beziehungen. Warum? Weil es 5 solcher Einträge gibt, 1, 2, 3, 4, 5. Das sind meine Einträge. Und laut der Definition der Folie eben oben, also laut dieser Definition hier, habe ich hier eine Referenz, also das ist eine Entität, die symbolisiert eine Entität von einem Entitätstyp E1, das symbolisiert eine Entität von E2 und so weiter und so fort. Das ist eine Belegung, dieses Attribut des Beziehungstypes und das sind jetzt verschiedene Beziehungen. Also ich habe hier 5 Beziehungen in dieser Tabelle dargestellt. Ja, und so kann ich jeden Beziehungstyp ausrollen, indem ich die Beziehungen einfach hinschreibe als die Referenzen zu den zugehörigen Entitäten. Da kommt eine neue Frage rein. Schauen wir die kurz an. Ist es erlaubt, dass der Beziehungstyp haben dreimal im Diagramm vorkommt? Müssen die Beziehungstypen nicht auch eindeutig benannt sein? Ja, das lässt sich manchmal leider nicht vermeiden, dass man die Beziehungstypen, dass man Namen wiederverwendet. Gerade sowas Generisches wie haben oder machen, das lässt sich nicht vermeiden. Es wäre besser, wenn man sie anders benennt, wenn man sie sprechender benennt als haben, weil haben ist so super generisch. Aber das kann man nicht immer vermeiden. Deswegen habe ich das oben benutzt. Genau. Ja. Gut. Also damit zurück zu unseren vierstelligen Beziehungstypen. Das ist ein Beispiel dafür. Und was jetzt ein wichtiger Begriff ist, um zu verstehen, wie diese Beziehungstypen funktionieren, brauchen wir den Begriff der funktionalen Bestimmtheit. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt wieder so einen Beziehungstyp wie eben, der ist mit n Entitätstypen verbunden, also wie hier dargestellt.
Weiterhin haben wir jetzt die Konvention, dass an einem der Entitätstypen, nämlich diesem EI, dieses hier, da steht eine 1. Und das ist eine bestimmte Notation, die heißt Chen-Notation, die folgende Einschränkung symbolisiert. Jetzt muss für jedes Paar von Beziehungen B1 aus B und B2, das sind die beiden Paare, gelten, falls alle diese Entitäten die gleiche Entität referenzieren. Und zwar alle, außer wenn K gleich I ist. Ja, also wir gucken uns alle diese Tupel an, die nicht dem I entsprechen. Und wenn wir dann feststellen, dass dass die Entität, die referenziert wird in diesem Tupel B1, ja, das kommt aus B1, das kommt aus B2, wenn die gleich sind, dann folgt daraus, dass auch die Referenzen zu den Entitäten für den Entitätstyp I gleich sind. Ja, das hört sich ein bisschen sperrig an, aber ich zeige Ihnen erstmal ein Beispiel, das ist einfacher zu verstehen. Ich habe hier nochmal einen vierstelligen Beziehungstyp hingeschrieben, der selber keine Attribute hat. Also ein ähnliches Beispiel wie oben auf der Folie. Wieder ein vierstelliger Beziehungstyp, der hier nur 5 Beziehungen hat. Und ich habe hier wieder die Referenzen eingetragen. Und diese Referenzen verstehen wir jetzt wirklich so, dass die eindeutig eine Entität in diesem Entitätstyp referenzieren. So, und jetzt, wenn wir uns jetzt vorstellen, in diesem Diagramm steht, hier gehen wir nochmal zurück, steht an diesem Entitätstyp EI eine 1. Genau das zeigen wir jetzt in diesem Beispiel. Also hier steht jetzt eine 1 bei I gleich 3. Hier steht eine 1 im Diagramm. Dann folgt aus der Definition, dass wenn hier der gleiche Wert steht wie da und da der gleiche Wert steht wie da und da der gleiche Wert steht wie da, dann müssen hier die gleichen Werte stehen. Ups, diese 1 und die 7, die müssen gleich sein. Und das ist hier nicht der Fall. Sie sehen also, alle Werte sind gleich. Die 1 und die 8 sind gleich, die 9 sind gleich, aber die 1 und die 7 sind nicht gleich. Das sind verschiedene Werte und das ist im Widerspruch zu der Definition oben. Wenn wir uns mal die Definition angucken, die Definition sagt genau das, wenn diese Referenzen alle gleich sind, außer für diesen Entitätstyp, an dem die 1 steht, dann folgt daraus, dass auch die Referenzen für I gleich sein müssen. Also im Grunde folgt dann auch weiter, dass es das gleiche Tupel sein muss. Also was hier eigentlich passieren sollte, wenn hier eine 1 steht, dann müsste hier eine 1 stehen. Ja, dann habe ich hier 1, 8, 1, 9, 1, 8, 1, 9. Da so ein Beziehungstyp aber eine Menge ist, der keine Duplikate hat, dürfte es dann keinen weiteren Eintrag geben mit 1, 8, 1, 9. Es gibt nur diesen einen Eintrag. 1, 8, 1, 9 gibt es genau einmal eine Menge drin. Eine Menge kann da keine Duplikate haben. Hier als zweites Beispiel nehmen wir an, dass an E2 im ER eine 1 steht. Ja, jetzt habe ich I gleich 2 gesetzt in der Definition. Also hier steht irgendwie eine 1 drin. Und dann müsste ich jetzt paarweise überprüfen, ob es da zu einem Problem kommt. Also was hier jetzt am nächsten kommt, müsste ich jetzt hier zum Beispiel, hier ist eine 1, hier ist eine 1, das ist gleich, da ist eine 9, das ist gleich. Aber hier sind sie verschieden, also alles gut. Ja. Wenn die jetzt gleich wären und hier steht eine 1, also wenn hier auch eine 2 stünde, dann wären ja alle Werte gleich. Dann wäre das hier gleich dem, dann wäre das hier gleich dem. Und dann müssten diese beiden auch gleich sein, wenn hier die 1 steht, I gleich 2 im ER-Diagramm. Also das hier ist aktuell erlaubt. Hier sind die Daten nicht im Widerspruch zu dieser funktionalen Bestimmtheit. Also was ich damit beschränke, was diese funktionale Bestimmtheit sagt, wie oft so dieser Rest der Entitätstypen, also alle Entitätstypen außer dem Entitätstyp I, wie oft die in Beziehung stehen können mit dem Entitätstyp I. Und das lesen wir folgendermaßen. Wir sagen, diese Entitätstypen außer diesen Entitätstyp EI bestimmen den Entitätstyp EI, beziehungsweise wir sagen, EI wird funktional bestimmt vom Rest. Dieser Wert hier, diese Entität, wird bestimmt durch alle anderen. Das sagt diese 1 aus. Und wir gucken uns gleich dann auch ganz viele Beispiele zu an. Das lassen Sie uns ein bisschen einsacken. Das ist, man muss da ein paar Beispiele gesehen haben, damit es funktioniert. Ich mache noch ganz viele. Nochmal kurz zur Notation. Diese Funktionalitäten, die ich gerade eingeführt habe, die nennt man Chen-Notation. Das wurde irgendwann in den 70er Jahren erfunden, ist uralt. Und die werden zwischen diesen Entitäts- und Beziehungstypen notiert. Das heißt, diese Notation macht eine Aussage darüber, ob andere an diesem Beziehungstyp teilnehmenden Entitätstypen
diesen Entitätstyp bestimmen. Wenn Sie jetzt in Bücher reingucken oder auf dem Internet verschiedene Erklärungen von ER sehen, da werden Sie sehen, es gibt tausende verschiedener Notationen für ER-Diagramme. Wir hatten in der früheren Variante der Vorlesung, hatten wir auch die sogenannte Min-Max-Notation. Wenn Sie da mal reinrennen und das sehen, das will ich hier in dieser Vorlesung nicht machen. Also ich kann Ihnen das kurz nochmal zeigen, wie das hier aussieht. Das ist, wie wir das gemacht haben damals. Also da gibt es noch andere Notationen. Ja, das sieht dann so aus, hier steht dann so eine Klammernotation drin und die wird anders gelesen als die Notation, die ich Ihnen hier gezeigt habe. Also meine Message ist, das können Sie erstmal vergessen, die Min-Max-Notation. Wir machen in dieser Vorlesung nur die Chen-Notation. Wenn Sie sich andere Notationen angucken wollen, dann gucken Sie gerne mal hier rein. Ja, da erkläre ich Ihnen, wie das funktioniert. Genau, dann mal zurück zur Folie. Ja, was man jetzt einfach nur beachten muss in diesen ER-Diagrammen, wir werden jetzt Notationen sehen an Entitätstypen, da steht jetzt entweder ein N oder M oder eine 1. Eine 1 hatten wir gerade schon, N oder M, und es ist völlig egal, was da für ein Buchstabe steht, Sie können da auch P oder R oder S oder was auch immer schreiben. Solange da nicht 1 steht, heißt das immer, dass dieser Entitätstyp nicht bestimmt wird, nicht funktional bestimmt wird. Und wenn da 1 steht, heißt das, dass er an einer, aber nicht an mehreren Beziehungen teilnimmt. Wie das jetzt funktioniert, gucken wir erstmal ein Beispiel an und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal hier zu dieser Definition zurück. Also man könnte jetzt, wenn man die Funktionalitäten in unser ER-Diagramm oder in unser entstehendes ER-Diagramm reinmalt, könnte man jetzt erstmal, wenn man anfängt, sagen, ich mache alles N zu M. Ich weiß noch gar nicht, wie was hier funktional bestimmt wird. Also momentan habe ich hier noch nirgendwo eine 1 drin stehen. Das Erste, was wir jetzt machen, um das weiter zu diskutieren, ist aber, dass wir die Pfeile wegschmeißen. Die Pfeile braucht man nicht. Also hier habe ich jetzt die Pfeile weggeschmissen. Das ist der einzige Unterschied. Hier war es mit Pfeilen. Jetzt ist es ohne Pfeile, weil die Pfeile haben hier jetzt keine weitere Semantik. Also das werden Sie auch sehen, wenn Sie ein bisschen rumgucken und lesen zu ER-Modellierung. Man kann durch Pfeile das auch ausdrücken. Wichtig hier ist für diese Vorlesung, halten Sie sich an diese Notation, die ich hier einführe, in diesem Video und auf den Folien, weil das ist die Notation, die wir auch in Übungen benutzen. Und wir nehmen eine Notation für alles, damit das Verwirrung vermeidet. Genau. Ja, aber interessant wird es jetzt, wenn wir sowas haben wie eine 1 hier dran. Und das möchte ich Ihnen kurz vorstellen, wie das funktioniert, bevor wir in eine Pause gehen. Und ich habe hier zwei Beispiele in einem erweiterten IMDb-Modell. Das heißt, hier haben wir noch so ein paar Sachen dran gemalt. Also vorher hatten wir nur Regisseure und ich habe jetzt hier noch weitere Beziehungstypen und Entitätstypen dran geschrieben. Ja? Da kommt noch eine Frage rein, die ich kurz noch beantworte. Ist funktionale Bestimmtheit eine notwendige Eigenschaft für Beziehungstypen? Nee, ist es nicht. Ist es nicht. Das können wir gerne in der Pause nochmal diskutieren. Das, was wir früher in der Tafel diskutieren würden, vielleicht kommen Sie in Discord. Wer immer das gestellt hat, können wir uns ein bisschen drüber unterhalten. Okay, jetzt, wo war ich denn? Genau, 1 zu N-Beziehung möchte ich noch kurz erklären. Also hier ist ein Beispiel von Regisseure wohnen in Villen. Also hier ist die Leseweise von rechts nach links. Ich habe es nicht rechts dran gemalt, weil da noch die anderen Entitätstypen eigentlich stehen. Und was ich hiermit jetzt sage und was die funktionale Bestimmtheit sagt, ist, dass für einen Regisseur festgelegt ist, dass er in einer Villa wohnt. Das heißt, wenn ich den Regisseur kenne, weiß ich gleichzeitig auch, in welcher Villa er wohnt. Die Villa ist dadurch bestimmt. Umgedreht ist nicht bestimmt, wenn ich eine Villa habe. Ich habe es hier unten auch nochmal hingeschrieben, ne? Also Regisseure bestimmen Villen. Wenn ich eine Entität von Regisseur habe, weiß ich, ob und falls ja, in welcher Villa er oder sie wohnt. Also das heißt insbesondere nicht, dass ein Regisseur in einer Villa wohnen muss. Also dieses 1 heißt nicht mindestens, sondern das heißt maximal. Das 1 drückt aus keine oder maximal 1. Ein Regisseur wohnt in maximal einer Villa und damit wird die Villa durch den Regisseur bestimmt. Umgedreht bestimmen die Villen aber nicht die Regisseure. Also wenn ich eine Entität von Villa habe, weiß ich nicht, welcher Regisseur dort wohnt. Das heißt, in derselben Villa können mehrere Regisseure wohnen.
Ne? Also der Villa, da die Villa nicht den Regisseur bestimmt, kann zu einer Villa können da mehr Regisseure zugeordnet sein. Und das ist natürlich die Frage, wie ich das modellieren will. Wenn ich modellieren will, nee, in einer Villa wohnt maximal ein Regisseur, warum auch immer, dann würde ich hier eine Einzel schreiben. Genauso gut, wenn ich modellieren will, dass ein Regisseur mehrere Villen hat, dann könnte ich natürlich hier statt der Einsen M oder N hinschreiben. Also es gibt so eine Konvention, dass man an so eine Beziehung, also innerhalb des Beziehungstyps, dass man da nicht den Buchstaben doppelt verwendet. Aber eigentlich ist das nur so eine Art Sternsyntax, dass man sagt mehrere. Also hier würde man jetzt schreiben, wenn man die 1 nicht will, schreibt man dann M dran. Das ist die Idee davon. Genau. Dann noch, ein Regisseur wohnt in maximal einer Villa, das hatte ich gesagt. Ne? Also das heißt nicht, dass er mindestens eine Villa hat, sondern maximal. Und das heißt insbesondere auch, Villen dürfen leer stehen und Regisseure dürfen obdachlos sein. Also Regisseure dürfen obdachlos sein, der Regisseur hat keine Villa. Umgedreht muss zu so einer Villa auch nicht ein Regisseur zugeordnet sein. Also das N heißt nicht, dass es auch einen Regisseur gibt, der in dieser Villa wohnt. Das heißt nur, dass es kein Regisseur zugeordnet ist oder mehrere. Also die Quintessenz von dieser Notation ist, Sie müssen immer über Kreuz lesen. Dieses N gehört eigentlich zu Villen und diese 1 gehört eigentlich zu Regisseure. Lesen Sie immer über den Beziehungstyp hinweg. Das ist die Herausforderung dieser Chen-Notation, die leider so erfunden wurde, aber sehr, sehr sinnvoll ist zu modellieren. Okay, damit gehen wir in eine Pause. Wir machen 10 Minuten Pause. Um 11 nach geht es weiter. Ich möchte Sie nochmal einladen, in Frag jetzt Fragen zu stellen, falls Sie Fragen haben, beziehungsweise bin ich auch auf Discord verfügbar, wenn Sie Fragen stellen. Bis gleich.
So, damit geht's weiter. Es sind ein paar Fragen gekommen, die gehe ich kurz durch. Was ist der Unterschied zwischen N und M? Ja, wie gesagt, das ist eine komische Notation, die so eingeführt wurde. Ob da N steht oder M, hat keine Bedeutung. Die Konvention, ich mache es mal ein bisschen kleiner, dann können Sie die Folie daneben sehen, ist einfach die, dass an einem Beziehungstyp nicht gleichzeitig derselbe Buchstabe steht. Also so ein Buchstabe N heißt eigentlich nur viele in der Notation. Das sind viele. Es ist nicht funktional bestimmt. Ja? Und wenn ich schon einmal N dran stehen habe, dann schreibe ich an den anderen Entitätstypen ein M. Das heißt insbesondere auch, werden wir gleich sehen, bei mehrstelligen Beziehungstypen stehen da paarweise verschiedene Buchstaben. Da steht dann M, N, P, Q, R, was auch immer. Eigentlich könnte man auch überall N hinschreiben, also es macht keinen Unterschied. Die Notation ist einfach so. Ja? Man schreibt mal anderen Buchstaben hin und deswegen gibt es da keinen Unterschied zwischen N und M. Lassen sich auch entweder oder Beziehungen, zum Beispiel Regisseure, wohnen entweder in einer Villa oder in einem Hotel. Puh. Also man kann in jedem Fall könnte man natürlich noch Wohnen in einen weiteren Beziehungstyp machen, dass eine Villa, dass man Regisseure wohnen in Villen oder macht man Regisseure wohnen in Hotels und dann kommt man schnell drauf, Regisseure wohnen in Gebäude. Das heißt, man kommt auf eine Art Generalisierung und da kommen wir später drauf, zeige ich noch ein Beispiel. Also darüber könnte man das modellieren, wobei man dann immer noch kein Entweder-Oder, ausschließliches Oder modelliert hat, sondern nur, dass man verschiedene Untertypen von Gebäuden hat. Also entweder oder so direkt geht nicht. Das muss man dann weiter einschränken, kann man auch weiter einschränken, kommen wir auch später zu, aber hier schränkt man das typischerweise nicht ein. Das funktioniert. Achso, das hatten wir eben, ups, das hatten wir eben schon. Das ist keine notwendige Eigenschaft. Also typischerweise beim Modellieren, wenn Sie die Frage so meinen, dann schreibt man einfach am Anfang erstmal N und M hin und dann denkt man bei jedem N und bei jedem M drüber nach, ob man es einschränken will zu einer 1. Ja, also der Ansatz ist immer der, dass man so anfängt, ja, ich schreibe überall N und M dran, so, das ist schon mal richtig. Also richtig im Sinne, es ist nicht falsch, ja, aber eigentlich könnte ich es vielleicht noch weiter einschränken. Und dann überlegt man sich für jedes M, für jedes N, sollte ich da eine 1 rausmachen oder kann ich denn das N oder M stehen lassen? Ja, das ist deswegen, das ist nicht notwendige Eigenschaft. So, damit, weg damit und dann machen wir erstmal weiter mit den Folien. Also wir waren hier bei diesem Beispiel, ich hatte eine 1 zu N Beziehung Ihnen gezeigt. Es gibt, wenn es eine 1 zu N Beziehung gibt, gibt es natürlich eine 1 zu 1 Beziehung. Die sehen Sie schon hier. Ich habe es nochmal auf einer neuen Folie hingeschrieben, was das bedeutet. Also Regisseure, also hier gibt es die funktionale Bestimmtheit in beide Richtungen. Das heißt, ich habe hier jetzt sowohl Regisseure bestimmen Yachten, und das ist diese 1 hier, Regisseure besitzen Yachten. Ja. Wenn ich eine Entität von Regisseur habe, weiß ich, ob und falls ja, welche Yacht er besitzt. Yachten bestimmen Regisseure. Ja. Wenn ich eine Entität von Yacht habe, weiß ich, ob und falls ja, welchem Regisseur sie gehört. Und das heißt, dieselbe Yacht gehört maximal einem Regisseur. In anderen Worten, da einer Yacht maximal ein Regisseur zugeordnet ist. Also es können nicht mehrere Regisseure zugeordnet sein. Es können nicht mehr Regisseure diese eine Yacht besitzen. Das ist die Leseweise. Und ein Regisseur besitzt auch maximal eine Yacht. Das ist durch diese 1 ausgedrückt. Wenn das nicht so wäre, müsste hier ein N oder ein M stehen. Und das heißt aber insbesondere auch, das ist ein typischer Fehler, den wir immer wieder sehen in Übungen, habe ich eben schon gesagt, das heißt nicht mindestens. Ja, das heißt höchstens. Diese 1 heißt immer nur, es kann. Also es kann einem Regisseur eine Yacht zugeordnet sein. Muss aber nicht. Es gibt Regisseure, die yachtenlos sind. Und es gibt Yachten, die regisseurlos sind. Einer Yacht ist eventuell kein Regisseur zugeordnet. Das ist alles erlaubt durch diese Einsen. Ja, und das ist eine 1 zu 1 Beziehung. Jetzt kommt hier noch eine Frage rein, auf die hat sich jemand gemeldet. Dürfen N und M ungleich sein, also zum Beispiel, dass fünf Entitäten eines Entitäten mit zwei Entitäten eines anderen. Also lesen Sie diese N und Ms nicht als Zahlen. Es gibt keine Einschränkung darüber, wenn Sie eine N zu M Beziehung haben,
wie viele Entitäten aus links mit der Entität aus rechts in Beziehung stehen. Da gibt es hier keine Einschränkung. Das muss man durch andere Sachen einschränken. Auch das geht später. Kommen wir so in 2, 3 Wochen zu vielleicht, wie man das macht. Hier ist erstmal überhaupt keine Einschränkung. Ich sage einfach nur viele. Ich sage für jede Entität, also wenn wir nochmal auf die, gehen mal kurz zurück auf die Folie, wo wir das Problem, wo wir N zu M hatten. Also hier gucken wir uns mal diese N zu M-Beziehung an. Diese N zu M-Beziehung. Jeder einzelne Film kann mit beliebig vielen Schauspielern in Verbindung stehen. Also ein Film kann beliebig viele Schauspieler haben und ein Schauspieler kann in beliebig vielen Filmen mitspielen. Also gibt es überhaupt keine Einschränkungen an dieser Stelle, was das bedeutet. Ja? Genau. Damit weiter in der Vorlesung. Genau, das ist die 1-zu-1-Beziehung und damit kommen wir schon zu dem, was eben jemand von Ihnen angesprochen hat. Man kann natürlich auch eine Generalisierung machen, wie Sie es aus der objektorientierten Programmierung schon kennen. Und Generalisierung heißt hier, dass ich in diesem konkreten ER-Modell natürlich sagen kann, okay, warum, wenn ich schon Schauspieler habe und Regisseure und die haben alle Namen und Vornamen, warum fange ich nicht mit so einem Obertyp an, Personen? Ja, dann gebe ich dieser Person eine ID, einen Vornamen, einen Nachnamen und noch ein Geschlecht. Und dann sage ich, so ein Schauspieler ist eine Person. Diese Notation hier, dieses Sechseck, ist die Notation für ist ein. Also da gibt es einen Supertyp, Actors erbt von Persons, Directors erbt von Persons, so kann man das nehmen. Persons ist hier eine Oberklasse, wenn Sie so wollen. Das heißt, ich brauche diese Attribute, die ich vorher jetzt mehrfach dran geschrieben hatte. Ich hatte ähnliche Attribute an Actors und Directors stehen. Muss mal angucken. Na, wir gehen jetzt zurück. Also so sah es vorher aus. Wir hatten hier First Name, Last Name gedoppelt. Ja, so die Directors hatten hier kein Attributgeschlecht, die Actors hatten Attributgeschlecht, warum auch immer. Ja, das ist komisch, fühlt sich komisch an. Und das haben wir jetzt, diese Redundanz haben wir jetzt hier rausmodelliert, indem wir sagen, nee, man kann das ja abstrahieren, das sind alles Menschen, das sind alles Personen, diese Attribute spielen eine Rolle. Das heißt, ich schreibe die einmal hin und alle anderen erben davon. Und so kann ich mir komplexe Hierarchien aufbauen. Wichtig ist jetzt, dass bei so einer Vererbungshierarchie gilt, die Unterklassen, die erben alle Attribute der Oberklasse. Das heißt, ich brauche ja nicht nochmal die Attribute hinschreiben. Actors hat die Attribute von Persons, also ID, First Name, Last Name, Gender. Und insbesondere ist der Schlüssel von Actors derselbe Schlüssel wie hier. Ja, das gleiche gilt für Directors. Directors hat hier dieselben Attribute wie Persons, ja, diese 4. Und die brauche ich nicht nochmal hinschreiben. Ich kann uns natürlich weitere Attribute einfügen hier in diese Directors-Relation zum Beispiel und jemand anders kann wieder davon erben und so weiter und so fort. Aber Directors hier hat keine zusätzlichen Attribute über Personen. Und da können Sie sich natürlich die Frage stellen, ja, warum habe ich es dann sowieso überhaupt aufgetrennt? Ich könnte ja auch sagen, ich mache nur noch Persons und modelliere jetzt Movies, also Filme haben Personen und hier sage ich, Personen machen Filme. Das wäre nicht korrekt, weil Sie da natürlich die semantische Informationen verlieren, dass hier ein Direktor schon eine andere Rolle hat, ja, in einer anderen Situation ist semantisch als ein Schauspieler. Also obwohl hier die gleichen Attribute sind, teilt man das hier auf in verschiedene Entitätstypen, ja, die wirklich entsprechend ihrer Rolle, also sei das sie halt Regisseur sind oder dass sie Schauspieler sind, heißen. Das ist so korrekt. Genau. Ja, also hier steht es nochmal, ähnlich wie in der objektorientierten Modellierung. Ich will keine überlappenden Konzepte redundant modellieren. Ich mache das genau einmal. Ich sehe die Gemeinsamkeit von diesen Konzepten und schreibe das genau einmal hin. Das sollte man generell so machen bei der Modellierung. Ja, damit sind wir bei der Übersicht und damit haben wir schon alles an Modellierungselementen, was wir brauchen in den folgenden Wochen, um Daten zu modellieren. Also Entitätstyp, das Rechteck, Beziehungstyp hier, diese Raute, 1, N oder M oder irgendein anderer Buchstabe, der Ihnen gefällt, für die Funktionalität, das ist die Chen-Notation, Attribute in so einer Ellipse, wenn das Attribut unterstrichen ist, dann ist es ein Schlüsselattribut, es können mehrere Attribute eines Entitätstyps unterstrichen sein, dieses Sechseck symbolisiert Vererbung. Die Farben spielen keine Rolle, aber bitte halten Sie sich hier an diese Notation, Farben sind egal, aber diese Notation, die ist wichtig, das wollte ich nehmen.
Ja, so viel zum Thema Entity Relationship Modellierung. Hier kommen noch ein paar Fragen rein. Gucken wir uns die gerade mal an, was denn auch reinkommt. Wem gab es hier? Ah, wenn es immer beliebig viele sind, die durch Amazon dargestellt werden sollen, diese einfach wegzulassen und durch die 1 zu beschränken, dann immer beliebig viele. Ja, könnte man machen. Das ist richtig, ja. Warum nicht? Man sagt, man schreibt nur die 1 dran. Da haben sie natürlich potenziell die Verwirrung, wenn man es vergessen hat, dran zu schreiben. Ja, vielleicht hat man vergessen, die 1 dran zu schreiben. Ja, also eigentlich macht man es explizit. Das N heißt, ich habe, also im ER-Diagramm sollte es hinterher heißen, ich habe drüber nachgedacht und ich bin mir sicher, es ist ein N, M oder P und keine 1. Ja? Also von daher gilt hier und auch nicht nur in dieser Vorlesung, sondern später auch, bitte immer dran schreiben, nicht einfach weglassen. Ja? Und Sie können auch mit dem Bleistift arbeiten. Sie schreiben erstmal überall N, M hin, meinetwegen. Aber effizienter ist es eigentlich, erstmal nichts dran zu schreiben und dann überall zu gucken, muss ich ein N oder eine 1 dran schreiben. Ja, also im Zweifel können Sie immer einen Buchstaben dran schreiben und dann gehen Sie vielleicht nochmal ein zweites Mal durch und überlegen sich, ob das wirklich Sinn macht und ob man nicht einen Buchstaben ersetzen kann durch eine 1. Das wäre meine Vorgehensweise. Das war das hier. So, was haben wir noch? Wie modelliert man Regisseure, die auch Schauspieler sind? Tarantino zum Beispiel. Okay, gucken wir uns das mal an. Also hier, wie modelliert man Regisseure, die Schauspieler sind? Sehr gut beobachtet. Machen wir es mal ein bisschen kleiner. Ja, also letztendlich bekommt... Das beantwortet sich ein bisschen, wenn wir das später umsetzen, das sogenannte relationale Modell. Damit machen wir jetzt am Anschluss direkt weiter. Im Grunde können Sie sich das auf dieser Ebene vorstellen. Sie haben dann, also gerade bei der Generalisierung sieht man das ganz gut, Sie haben einen Eintrag für Tarantino als Person. Also hier steht eine Entität drin, in diesem Entitätstyp. Da steht genau einmal irgendwie eine ID, nehmen wir wieder die 42, da steht Quentin, Tarantino, M für männlich. So, das sind die Einträge, die wir hier haben. Und dann gibt es hier noch einen Eintrag für ihn als Actor. Da werden aber diese Attribute später nicht nochmal wiederholt. Also die Information wird nicht nochmal wiederholt, sondern steht nur drin, die ID 42, die steht hier drin, die signalisiert, er ist ein Schauspieler. Und die ID 42 steht auch hier drin, die signalisiert, er ist ein Director. Also je nachdem, ob diese IDs, die hier im Persons stehen, dann hier auftauchen oder nur hier auftauchen oder in beiden auftauchen, kann man damit symbolisieren, dass er sowohl Schauspieler als auch Regisseur ist. Das geht tatsächlich, das sehen Sie, wenn wir es gleich umsetzen im relationalen Modell. Ja, gute Frage. Was haben wir noch? Was genau versteht man unter Beziehungsattributen? Beziehungsweise kann man diese zum Beispiel nicht zu Entitätstyp-Attributen machen? Ja, manchmal kann man das machen. Aber, also wo haben wir jetzt hier mit, so ein Attribut? Genau, schauen wir uns das nochmal an. Ich lasse das hier auf. Wie kann ich das groß klicken? Ah, man muss direkt auf den Text. Das ist der Trick, meinetwegen. Also, hier haben wir ja ein Attribut eines Beziehungstypen, diese Rolle. Und da können Sie sich auch Filme vorstellen. Wir werden gleich noch drauf kommen. Gerade die Situation, wenn ein Schauspieler im selben Film mehrere Rollen hat. Wo wollen Sie denn diese Informationen hinspeichern? Ja, also Doppelrollen oder noch Mehrfachrollen. Gibt es gute Beispiele für Filme? Ich zeige Ihnen gleich noch ein Beispiel. Da müssen Sie ja für jedes Vorkommen, ja, also dieser Film hat ja dann hier mehrere Einträge für denselben Schauspieler. Der Film wird hier in diesem Beziehungstyp mehrfach referenziert. Sie werden hier mehrere Tupel haben, mehrere Beziehungen für denselben Schauspieler, aber jeweils mit anderen Rollen. Und deswegen muss dieses Attribut hier stehen, bei den Beziehungstypen, das darf nicht hier stehen, weil hier steht der Schauspieler ja nur einmal drin. Und da könnte ich ja nur eine Rolle hinschreiben. Das muss hier stehen, weil das eine Eigenschaft des Beziehungstypen ist. Ja, hier ist noch ein anderes Beispiel. Das ist so ein Überbleibsel aus dem ursprünglichen Datensatz. Das ist auch ein Attribut des Beziehungstypen. Probability, das ist ein Wahrscheinlichkeitswert, dass ein Regisseur ein bestimmtes Genre hat. Also dass der von einem bestimmten Genre hat. Und wenn jetzt der Regisseur das Genre Action hat und was weiß ich, Komödie, dann muss ich sowohl für Action die Wahrscheinlichkeit hier hinschreiben, als auch für Komödie. Ja, das ist eine Eigenschaft dieser Beziehung, ja, dieses Beziehungstypen und nicht des Entitätstypen. Deswegen muss das da stehen. Manchmal kann man das hin und her schieben, diese Attribute. Manchmal kann man die auch verschieben, aber hier kann man das nicht.
Genau. Das wäre damit beantwortet. Kann ich auch ein Minimum der Funktionalität definieren, zum Beispiel halt mindestens. Ja, das kann man definieren durch diese Min-Max-Notation. Das war das, was ich Ihnen oben gezeigt hatte. Ich gehe nochmal zurück. Hier auf Folie 26. Folie 26 beantwortet diese Frage. Also jeder Regisseur hat mindestens eine Yacht. Das ist die Min-Max-Notation. Das ist in diesem Video erklärt. Wir hatten das in der früheren Version der Vorlesung, dass wir beide Notationen mal gezeigt haben. Ich mache ja nur noch die eine. Also wenn Sie das machen wollen, dann gucken Sie sich das mal an. Dann kann man auch andere tolle Sachen machen. Das führt jetzt zu weit. Das ist einfach im Rahmen der Zeit, die wir haben, diese Vorlesung nicht machbar. Damit kann man das ausdrücken. Genau. Zack. Sind die Pfeile bei der Vererbung unter zur Oberklasse gewünscht? Sind die Pfeile bei der Vererbung Oberklasse, Unterklasse gewünscht? Gehen wir zurück zur Vererbung. Hier ist die Vererbung. Ja, die sind gewünscht. Ja, die zeichnen Sie bitte so ein. Sonst ist ja die Leserichtung jetzt nicht immer so super klar. Also das zeigt immer auf die Oberklasse, jeder Pfeil. Also hier, das zeigt hier auf das Ist ein. Wenn Sie jetzt eine Situation, also hier ist es klar, hier zeigen, es könnte zu Verwirrung führen, wenn der Pfeil nicht da ist. Ja? Das ist durchaus denkbar, deswegen ist meine Empfehlung, das wirklich einzuzeichnen, um klar zu machen, was hier die Oberklasse ist. Der Pfeil zeigt auf die Oberklasse, in die Richtung, in Richtung der Vererbungshierarchie, also nach oben zeigt dieser Pfeil und deswegen bitte den immer einzeichnen. So. Keine Fragen. Gut, dann weiter im Text. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, die Modellierungselemente hatten wir. Damit kommen wir zum relationalen Modell. Und das relationale Modell ist jetzt die Mutter aller Modellierungstechniken, die ich benutze, um dieses ER-Modell, was wir gerade, also wir stellen, wenn wir Daten modellieren, immer so ein ER-Modell und das wird dann im zweiten Schritt umgesetzt auf das sogenannte relationale Modell. Und das erkläre ich Ihnen kurz, wie das funktioniert und wie das aussieht. Das ist ganz einfach. Wir sagen, eine Relation ist eine Teilmenge des Kreuzproduktes über n Domänen, also unsere Wertebereiche. Das heißt, das ist die einfachste Art, wie man eine Relation definieren kann. Ich sage, ich habe meine Wertebereiche über Integer, String, was auch immer Sie modellieren wollen. Ja, alle mit Kreuzprodukten miteinander verbunden. Und ich sage jetzt, eine Relation ist einfach nur eine beliebige Teilmenge heraus. Die kann auch identisch sein. Ich kann das ganze Kreuzprodukt übernehmen. Die kann auch leer sein, macht wenig Sinn. Ja. Eine beliebige Teilmenge daraus kann ich nehmen. Und dieses R heißt dann auch Ausprägung oder Instanz. Ausprägung ist ein bisschen veralteter Begriff, den werde ich eigentlich wenig benutzen in dieser Vorlesung. Instanz vielleicht mehr öfter. Ich werde meistens nur Relation sagen. Das hat sich eingebürgert im Sprachgebrauch. Dann gibt es den Begriff des Tupels, also jetzt nicht das Tupel, wie wir es in Python kennengelernt haben, da gibt es auch Tupel, sondern das ist das Tupel im relationalen Modell. Und was ist ein Tupel? Naja, das sieht so aus: Ein Tupel hat einfach eine Menge von Attributen, n Attributen, wobei diese kleinen ais sind die Namen der Attribute oder sind die Attributwerte, wie man sie auch nennt, ja. Und die kommen natürlich aus den zugehörigen Domänen. Also hier oben hatte ich ja nur diese Domänen hingeschrieben. Und hier sage ich jetzt, ein Tupel aus dieser Menge, aus diesem Kreuzprodukt oder aus der Relation, das sieht so aus. Das heißt, ich habe hier einen konkreten Wert, so ein AI, das ist jetzt, wenn das D1 ein Integer ist, dann ist es meinetwegen 42, wenn D2 String ist, dann steht da ABCD und so weiter und so fort. Das ist eine konkrete Belegung, ein Element aus diesem Wertebereich. Ja? Also jeder Attributwert ist ein Element aus diesem zugehörigen Wertebereich. Und so sieht ein Tupel aus. Genau, damit kommen wir zum Relationenschema und das werden wir im Folgenden benutzen. Das ist ein bisschen eine Erweiterung von diesem ganz super simplen Modell. Sie sehen, wir haben hier keine Attributnamen, wir haben nur die Domänen benutzt und das ist ein bisschen lästig, wenn man damit arbeitet. Deswegen führen wir jetzt noch Attributnamen ein. Das heißt, wir sagen, ein Relationenschema spezifiziert Domänen und Attributnamen einer Relation. Im Unterschied zur Definition der Relation spezifizieren wir jetzt beides. Das heißt, wir notieren so ein Relationsschema als eine Sequenz folgendermaßen. Ich sage jetzt hier mit der eckigen Klammer, das ist das Schema der Relation. Und das sieht folgendermaßen aus. Ich habe hier mal den Namen des Attributes und diese Domäne. Also Attributname, Domäne.
Das sieht folgendermaßen aus. Also für Movies könnten wir jetzt schreiben, okay, ich habe das Attribut ID vom Typ Integer. Ich habe das Attribut Name vom Typ Varchar, also ein String irgendwie und so weiter und so fort. Und die werden aufgezählt. Die Reihenfolge spielt eine Rolle später eventuell. Das heißt, das ist deswegen Sequenz. Also es wird immer in dieser Reihenfolge dann hingeschrieben, wenn ich es benutze. Und diese Notation, die habe ich übernommen aus einem Lehrbuch für Datenbanken aus dem Kemper-Eigler. Habe ich unten auch nochmal hingeschrieben, um das konsistent zu machen. Also wenn Sie es nachlesen wollen, Kemper-Eigler ist da eine gute Referenz. Beziehungsweise verwende ich dieselbe Notation auch in meinen etwas älteren Datenbank-Videos, sage ich auch noch gleich was dazu. Wollt ihr nicht eine neue Notation einführen? Kann man hinterfragen, ob diese Notation sinnvoll ist, aber ich habe sie einfach so gelassen, damit das konsistent ist über alle Materialien. Hier, das ist ein Beispiel für eine Relation, die einen Entitätstyp abbildet, also Filme. Hier ist ein Beispiel für eine Relation, die einen Beziehungstyp abbildet. Also hier sehen Sie jetzt, der Beziehungstyp ist hier abgebildet, indem ich hier die ID des Directors, also wenn jetzt hier der Tarantino die ID hat, 42, dann steht hier die 42. Und wenn Inglourious Basterds die ID 77 hat, dann steht hier die 77. Und dadurch habe ich ausgedrückt, dass der Director mit der ID 42 den Film 77 gemacht hat. Ja, also Tarantino, das weiß ich über die Relation Directors, hat den Film Inglourious Basterds gemacht und das weiß ich dann über die Relation Movie. Genau, wie ich jetzt die Reihenfolge hier festlege, hat semantisch keine Bedeutung. Wenn ich sage Reihenfolge, sage ich nur, legen Sie es einmal fest und halten Sie sich daran, weil sonst entsteht Chaos. Aber ob ich jetzt hier einen Name nach vorne schreibe und dann erst ID und dann Year und dann Rank oder was auch immer es an möglichen Reihenfolgen gibt, diese Attribute aufzuzählen, das spielt überhaupt keine Rolle. Das hat semantisch keine Bedeutung. Die Konvention bei solchen Relationen ist einfach, dass ich hier den Schlüssel immer zuerst hinschreibe. Das schafft Übersicht und der Schlüssel wird hier auch unterstrichen. Wie in einem ER-Modell selbst unterstreiche ich das und dann sehe ich, aha, das ist der Schlüssel der Relation. Ne? Wenn ich die ID eines Films weiß, dann gibt es da maximal einen Film, der dem zugeordnet ist. Und hier sehen Sie, haben Sie einen zusammengesetzten Schlüssel. Ja, der Director, also diese ID des Directors zusammen mit der ID des Films muss eindeutig sein in dieser Relation machen. Genau. Ja, das hatte ich gesagt. Also die Reihenfolge der Tupel in der Relation spielt keine Rolle. Also das ist auch wichtig. Genau, so eine Relation ist ja eine Menge. Wenn wir hier nochmal gucken, wenn wir in die einfache, also das hier ist eine Menge. Wir haben eine Teilmenge hier von diesem Kreuzprodukt. Und da kann es ein Tupel mit denselben Einträgen nicht mehrfach geben. Also wenn alle Belegungen eines Tupels gleich sind, dann kann es dieses Tupel nicht mehrfach geben. Das ist keine Multimenge, sondern es ist eine duplikatfreie Menge. Das ist damit gemeint. Also wenn ich Menge meine, im Folgenden heißt das immer, keine Duplikate und keine Reihenfolge ist irgendwie definiert. Reihenfolgen, die Sie irgendwie mal finden, sind zufällig und die dürfen nicht benutzt werden für irgendwas. Also es sind echte Mengen. Ja, und dann kommen wir schon zu der Frage, okay, jetzt haben wir das ER ja gemacht, im ersten Teil der Vorlesung, wie setze ich das denn um? Und das muss ich mir überlegen, jeweils für Entitätstypen und für Beziehungstypen, wie ich die umsetze. Und da gibt es zwei Regeln, die man lernen muss, wie das funktioniert. Und eigentlich ist es ganz einfach, wie das funktioniert. Also wir haben wieder so einen Entitätstyp, der hat irgendwelche Attribute. Hier Actors, der hat diese Attribute, mehr steht da nicht. Wie setzen wir den um? Wir haben irgendwie eine Teilmenge der Attribute, die der Schlüssel sind. Das ist mit Keyset gemeint. Also irgendwie diese Menge hier, ja, da habe ich mir irgendwie einen Schlüssel definiert. Das ist in diesem Beispiel nur das Attribut ID. Mehr Schlüssel gibt es da nicht. Das können mehrere sein, können zusammengesetzte sein, aber mindestens ein Attribut ist der Schlüssel. Und dann habe ich ein Komplement dazu. Diese Menge besteht ja nur aus dem Attribut ID. Das Komplement, also die Nichtschlüssel, sind alle anderen. Ja? Also das sind in diesem Fall First Name, Last Name, Gender. Das sind die Nichtschlüsselattribute. Damit, wenn ich das weiß, wenn ich diese beiden Mengen weiß, dann kann ich das ganz einfach umsetzen als in einem Relationsschema, indem ich sage, okay, mein Schema für EI, also für Actors, hier unten steht es auch nochmal als Beispiel, sieht so aus, ich schreibe hier mal die Schlüsselattribute hin, die werden auch unterstrichen, das sind die Schlüssel dieses Relationsschemas, also ID, Int, das sind die Schlüssel und dahinter kommen einfach die Nicht-Schlüsselattribute.
Ja, also was ich hier mit viel Brimborium steht, ist einfach, ich übernehme das genauso, wie es steht im ER-Modell. Ja, also ich schreibe die Schlüssel hin, unterstreiche die hier vorne, mehr habe ich nicht gemacht. Ja, also ich habe hier die ID genommen, habe sie da unterstrichen, habe ich alle anderen Attribute genommen, habe sie da auch hingeschrieben und habe noch die Typen wieder hingeschrieben. Also an dieser Stelle fangen wir jetzt wieder an, die Typen aufzunehmen für die Attribute. Ja, mehr passiert ja nicht. Das ist wirklich super, super easy. Für Entitätstypen. Für Beziehungstypen ist es ein bisschen anders. Da müssen wir jetzt aufpassen. Vielleicht haben Sie schon eine Idee bekommen, wie das funktionieren könnte. Also wir haben jetzt einen Beziehungstypen, wieder allgemein gesagt, mit n teilnehmenden Entitätstypen. Hier unten ist ein Beispiel, das ist mein Beziehungstyp haben. Der ist zweistellig, das heißt, ich habe zwei beteiligte Entitätstypen, Movies und Actors. So, ganz allgemein setze ich das wieder so um, indem ich mir überlege, ja, was sind denn eigentlich die Schlüsselattribute von den beteiligten Entitätstypen. Und damit kann ich ein Relationsschema ganz allgemein dadurch angeben, dass ich jeweils für jeden Entitätstyp, muss ich wissen, was sind die Schlüsselattribute. Und diese werden einfach als Referenz aufgenommen. Also wir gehen mal direkt auf das Beispiel, dann sehen Sie das. Wir hatten es auch schon so ähnlich. Wir hatten Filme haben Schauspieler, das ist das, was hier rechts nochmal steht im ER. Filme haben Schauspieler. So ein Film hat eine eindeutige ID, die steht hier unten ganz klein. Und ein Film und ein Schauspieler hat eine ID, die steht auch hier unten ganz klein. Und was ich jetzt einfach hiermit sage, ist, ich nehme die Menge der Schlüsselattribute von E1, ja, das ist ja nur ID, das ist ja nur dieses ID. Und das wird hier aufgeführt als ein Attribut des Beziehungstyps. Dann nehme ich die Schlüsselattribute von dem zweiten Entitätstyp, das ist Actors, ja, das ist das hier, ja, okay. Und dann hinten dran das Zeug hier, das sind noch die Attribute von B, also was jemand von Ihnen gerade Beziehungsattribut genannt hat. Ja? Also es ist ja dieses Role-Attribut, was hier oben steht, das wird hier jetzt noch angefügt. Okay? Das ist die eine Möglichkeit, die ich hier habe. Und dann ist die Frage, was ist denn jetzt der Schlüssel dieses einen Schauspielers? Dieses Beziehungstypen, jetzt komme ich selber durcheinander. Also was muss ich jetzt unterstreichen? Ich kann jetzt das hier unterstreichen, also ich sage, die ID des Films und die ID des Schauspielers sind zusammen der Schlüssel, sind eindeutig, dürfen nur einmal vorkommen. Oder alternativ könnte ich sagen, nee, ich brauche noch die Rolle dazu. Und vielleicht denken Sie mal kurz drüber nach, welches die bessere Modellierung ist. Die bessere Modellierung ist die zweite. Warum? Ein gutes Beispiel ist Peter Sellers in Dr. Strangelove. Wenn Sie den Film nicht gesehen haben, gucken Sie unbedingt an. Sehr lustiger Film. Da hat er drei verschiedene Rollen gehabt. Und deswegen brauchen wir hier die alternative Modellierung. Also weil ich hätte ja sonst Einträge, also wenn das der Schlüssel wäre und ich hätte Rolle nicht als Teil des Schlüssels, dann müsste ich ja hier, ich hätte drei Tupel in dieser Beziehung haben, aber die hätten jeweils hier und da dieselben IDs. Also hier würde, nehmen wir mal an, Peter Sellers hat die, nehmen wir mal an, der Film hat die ID, was weiß ich, 12, ja, und der Peter Sellers hat die ID 10. Dann müsste hier immer 12 und 10 stehen. Eigentlich 12 und 10 müsste mehrfach vorkommen. Da es aber ein Schlüssel ist, ja, also wenn ich die Modellierung wähle, die ich oben vorgeschlagen hatte, also wenn ich hier jetzt Tupel eintragen wollte, 12, 10, Rolle 1, 12, 10, Rolle 2, 12, 10, Rolle 3, dann geht das ja nicht, weil die Idee des Schlüssels verletzt wäre. Weil ich gesagt habe, eine Kombination, eine Belegung von 12 und 10 darf nur einmal vorkommen. Also mit dieser Modellierung sage ich im Grunde, ich modelliere nur Filme, in denen ein Schauspieler maximal einmal vorkommen kann. Es gibt aber keine Doppelrollen, die damit modelliert werden können. Und da ich natürlich dadurch eine sehr starke Einschränkung habe und weil ich Doppelrollen oder noch Mehrfachrollen, Dreifachrollen in dem Fall modellieren will, muss ich das so modellieren. Das heißt, die Rolle ist hier Teil des Schlüssels des Relationsschemas haben. Also haben, was hier modelliert, Filme, haben, Schauspieler. Das ist ganz wichtig. Also an der Stelle muss man halt ein bisschen
nachdenken. Und ein typischer Fehler, der hier auch passiert, das sehen Sie, wenn Sie sich, stellen Sie sich vor, Sie würden sich die Daten angucken, um zu entscheiden, ob Sie das als Schlüssel machen, als Teil des Schlüssels, diese Rolle als Teil des Schlüssels oder nicht. Das ist ein beliebter Fehler. Stellen Sie sich vor, Sie hätten aktuell nur 10 Filme in Ihrer Datenbank und einen Haufen Schauspieler und es würde keine Doppelrolle vorkommen bisher. Dann werden Sie versucht zu sagen, ja, für meine Daten, da funktioniert doch aktuell diese Modellierung. Alles ist gut, es gibt keine Doppelrollen. Und das ist auch ein schwerer Modellierungsfehler. Sie müssen immer so modellieren, dass es auch für zukünftige Einträge, also für die gedachten Einträge, das, was Sie semantisch ausdrücken wollen mit dieser Modellierung, dass es dann auch funktioniert. Sie dürfen nicht einfach gucken, meine Datenbank ist so und aktuell funktioniert das, deswegen mache ich ein N, deswegen mache ich ein 1, alles wird gut. Das ist nicht erlaubt, das ist ein Fehler. Sie müssen immer gucken, was ist die, was will ich semantisch eigentlich ausdrücken und semantisch will ich natürlich das hier ausdrücken, dass es Doppelrollen gibt. Okay? Ja, das so viel dazu. Ja, dann noch bevor wir zu einem Notebook kommen für heute, hier noch eine vereinfachte Umsetzung, die man jetzt machen kann. Die gilt für 1-zu-n-Beziehungstypen, aber nicht für n-zu-m-Beziehungstypen. Was kann man jetzt machen? Also wir haben ja hier im Grunde, wenn wir nochmal zu dieser Definition gehen, habe ich Ihnen hier mit dieser Definition gesagt, egal was für einen Beziehungstyp haben, Sie setzen ihn um in ein separates Relationsschema. Ein separates Relationsschema. Aus diesem Beziehungstyp haben wird ein separates Relationsschema. Meine Message jetzt im Folgenden ist, das ist richtig, das müssen Sie aber in bestimmten Fällen gar nicht machen. Sie müssen nicht ein extra Relationsschema erzeugen, sondern können einen kleinen Trick anwenden. Und den zeige ich Ihnen jetzt, wie der geht. Und das geht nur dann, wenn Sie 1-zu-n-Beziehungstypen haben, beziehungsweise 1-zu-1-Beziehungstypen. Also schauen wir uns nochmal das Beispiel an mit Regisseure und Villen, wo eingeschränkt war, dass ein Regisseur maximal eine Villa besitzen kann. In der Villa können aber beliebig viele Regisseure wohnen. Ja? Dann kann ich in dieser Situation Folgendes machen. Ich nehme die Relation des bestimmenden Entitätstypen E2 und erweitere sie um einen Fremdschlüssel. Wer ist denn der bestimmende Entitätstyp? Erste Frage. Der bestimmende Entitätstyp ist der, der diese 1, der für diese 1, der schuldig ist daran, dass der eine 1 steht. Das ist nämlich der Regisseur. Der Regisseur bestimmt ja die Villa. Das sagt ja diese 1 aus. Das heißt, der bestimmende Entitätstyp, den erweitern wir jetzt auf einen sogenannten Fremdschlüssel auf E1 und die Attribute von dem Beziehungstyp. Also was das heißt konkret, wenn ich modellieren will, dass Regisseure in Villen wohnen. Vorher hatten wir ja, wir hatten die ID des Regisseurs, wir hatten den Vornamen, wir hatten den Nachnamen. Und was ich jetzt hier neu mache, ist das Zeugs hier. Ich sage jetzt, okay, hier habe ich ein weiteres Attribut, das heißt Villa-ID, das referenziert diesen Schlüssel von Villen. Das heißt, ich schreibe das hier direkt in, in das Relationsschema von Directors mit rein. Wir benutzen hier die Notation, dass hier hinten jetzt nicht ein Typ steht. Also normalerweise würden Sie jetzt hier erwarten, nach dem Doppelpunkt steht ein Typ. Ja, an dieser Stelle müsste ja eigentlich Integer stehen, so haben wir es vorher eingeführt. Das erweitern wir jetzt, dass wir sagen, hier steht das, die Relation oder das Relationsschema, was referenziert wird, und das Attribut, was hier referenziert wird. Hier habe ich es nochmal in voller Schönheit auch mit Typ hingeschrieben, also ID, Doppelpunkt int, das können Sie an der Stelle eigentlich weglassen. Also Sie können ja auch schreiben, Villen, also die Relationsschema Villen ist hier gemeint, und zwar die ID. Ja? Selbst das könnten Sie weglassen und Sie könnten nur schreiben Villen. Ja, das würde ich Ihnen empfehlen, das erstmal nicht zu machen. Schreiben Sie erstmal im Folgenden, dass Sie hier wirklich, also dass Sie den Schlüssel hier auch mit aufnehmen. Das ist die ID, dieses Attribut von Villen, das wird hier hingeschrieben. Und den Typ hier hinten können Sie weglassen, das ist ein Typ von ID. Ne? Also das ist der Fremdschlüssel auf dieses Relationsschema Villen. Und dann habe ich hier noch die Attribute aufgeführt des eigentlichen Beziehungstypen, nämlich das ist Pseudonym, das kommt hierher. Das heißt, statt dieses Wohnen in einem separaten Relationsschema umzusetzen, habe ich gesagt, nee, ich kann das alles hier dran machen. Und ich mache das in eine N-zu-1-Beziehung an den Entitätstyp, wo das N steht. Nicht an die 1, das wäre ein Fehler, sondern hier muss es dran. Regisseure kann ich in diesem Fall erweitern,
Villen dürfte ich nicht erweitern. Ja? Weil da müsste ich ja bei einer einzelnen Villa eventuell irgendwie da mehrere Regisseure reinfriemeln. Und das wäre ein Fehler. Das geht nicht. Also so kann man das modellieren und das kann ich analog auch machen mit 1-zu-1-Beziehungen. Der Unterschied hier ist, bei einer 1-zu-1-Beziehung kann ich mich entscheiden, welche der beiden Relationsschemata ich erweitere. Also ich könnte entweder sagen, Regisseure besitzen Yachten und dann habe ich hier so einen Fremdschlüssel auf Yachten, also ich habe Regisseure erweitert, oder ich erweitere die Yachten. Ich sage, okay, ich habe hier, statt nur diese beiden Attribute zu haben, die ich vorher hatte, das sind diese beiden, habe ich jetzt noch diesen Fremdschlüssel auf die ID von Directors. Ja, das ist die andere Option. Aber bitte, das ist ein Entweder-Oder, ein X-Or. Entweder mache ich das hier, erweitere Directors, oder das hier, erweitere Yachten. Das sind die beiden Möglichkeiten. Ne? Genau. Sonst ist es falsch. Man muss es nicht doppelt modellieren, das macht keinen Sinn. Hier kommt noch eine Frage rein. Gucken wir die mal kurz an. Ein Keyset ist doch eine Menge. Warum haben wir keine Mengenklammern um die Keysets in dem Beispiel? Ja, das ist so eine Notationsfrage. Gehen wir nochmal zurück. Ja, das Keyset ist ja schon eine Menge. Warum soll ich da nochmal eine Klammer rummachen? Hätte ich noch eine Menge, die in der Menge drin ist. Also sehe ich nicht so ganz, warum ich das hier machen soll. Also hier kommt ja schon eine Menge von Attributen zurück. Ja, das ist schon eine Teilmenge, die da zurückkommt. Von daher brauche ich da nicht nochmal eine extra Mengenklammer. So viel dazu. Was haben wir noch? Was passiert, wenn ein jemand keine Villen hat? Welche Fremdschlüssel haben wir dann? Wenn jemand keine Villen hat. Wenn jemand keine Villen hat. Nehmen wir mal das hier. Wenn jemand keine Villen hat, also man muss jetzt unterscheiden zwischen generell oder eine bestimmte Instanz. Also wir haben jetzt zwei Fälle. Der Regisseur hat prinzipiell keine Villen. Regisseure wohnen prinzipiell nicht in Villen. Dann darf es ja diesen Beziehungstyp nicht geben. Macht überhaupt keinen Sinn, ja, weil dann hat das semantisch keine Bedeutung. Der andere Fall, ein konkreter Regisseur hat keine Villa. Das ist überhaupt kein Problem, weil wie gesagt, diese 1 sagt nicht mindestens. Die 1 sagt nur, der Regisseur kann eine Villa haben. Also das hier heißt maximal, dem Regisseur ist maximal eine Villa zugeordnet, aber diese 1 heißt nicht, dass der in einer Villa wohnen muss. Also ein Regisseur kann ohne Villa sein. Genauso gut wir hatten es ja in die andere Richtung mit der 1 auch eben das Beispiel. Also wenn Sie nochmal hochgehen zu den Folien hier oben, da hatte ich das auch hingeschrieben, da hatte ich die nochmal ausgerollt, diese 1-zu-1-Beziehung und die 1-zu-M-Beziehung. Das ist, denken Sie mal an diesen Satz, Villen dürfen leer stehen und Regisseure dürfen obdachlos sein. Also die 1 sagt nicht, dass verpflichtend jeder Yacht Regisseure zugeordnet sind oder jedem Regisseur eine Yacht. Das ist ein typischer Fehler, den man am Anfang macht. Und ja, genau. Das war die Frage. Das waren alle Fragen, die ich aktuell sehe. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Wo waren wir denn? Wir waren bei der Umsetzung von 1-zu-1-Beziehungstypen. Genau, also das sind die beiden Tricks, die man spielen kann. Wie gesagt, nicht bei N-zu-M-Beziehungen. Und wie gesagt, bei 1-zu-1 können Sie sich überlegen, ob es dann Yachten oder Regisseure dran schreiben. Kann man auch diskutieren. Da gibt es Vor- und Nachteile. Auch in meinen Videos, in alten Videos, finden Sie dazu eine lange Diskussion, falls Sie es interessiert. Das kann man an der Stelle erstmal weglassen. Bei 1-zu-N bitte aufpassen. Hier muss der Bestimmende erweitert werden. Also es ist auch ein typischer Fehler, den ich schon mal gesehen habe, wie er in Lehrbüchern noch immer wieder vorgewarnt wird, nicht Villen hier erweitern, sondern hier Regisseure erweitern, wo das N steht. Wenn man eine N-zu-M-Beziehung hat, dann muss man das hier machen, dieses Allgemeine. Also wenn ich hier keine Einschränkung habe, meine Funktionalitäten, dann müssen Sie diesen Beziehungstyp umsetzen durch ein extra Relationsschema. Da führt dann kein Weg dran vorbei. Genau. So, damit gucken wir uns noch ein bisschen Python an. Wir fangen mal ganz locker flockig an. Wir haben einfach in Python mal in einem Jupyter-Notebook ein bisschen was vorbereitet. Was haben wir vorbereitet? Das relationale Modell. Und das ist wirklich super easy. Das heißt, wir haben mal eine kleine Bibliothek geschrieben oder Marcel hat das geschrieben, mein Cheftutor und Doktorand. Ich mache nochmal Kernel, Restart und Clear Output, damit Sie das sehen.
Wie gesagt, Sie können das auch von unserer GitHub-Seite runterladen. Hier können Sie das runterladen, einfach draufklicken. Wir haben dieselbe Daten, wir haben dieselben Daten benutzt wie in der Originalversion. Also wir haben das jetzt noch nicht reverse-engineert, sondern das sind einfach mal nur, um zu sehen, wie das mit den Originaldaten funktionieren würde. Also Sie können, wenn Sie diese beiden Imports gemacht haben, können Sie sich einfach eine Relation erzeugen. Das kommt hier aus dieser Bibliothek. Das heißt, diese Relation hat jetzt den Namen foo und hier stehen zwei Tupel drin, die hier hinten eingetragen werden. Entschuldigung, das habe ich Mist erzählt. Das ist Quatsch. Hier wird das Schema definiert. Also es ist das Relationsschema natürlich. Also es gibt ja ein Attribut vom Namen ID, vom Typ int. Und das ist das Attribut vom Namen, das heißt name, Name und vom Typ string. Und hier unten füge ich jetzt drei Tupel ein mit dieser addTupel-Methode. Und wenn ich das ausführe, naja, dann kriege ich hier genau das als Ausgabe. Ja, so heißt die Relation, das sind meine Attribute und hier sind die Einträge. Wie gesagt, wenn Sie mit so Relationen arbeiten oder mit irgendeiner Art tabellenartiger Darstellung, Sie dürfen niemals davon ausgehen, dass diese Reihenfolge irgendwie etwas bedeutet. Das ist reiner Zufall, das hängt nur an der Implementierung, wie diese Reihenfolge jetzt ausgegeben wird. Und insbesondere natürlich auch die Reihenfolge der Attribute ist nicht bedeutungstragend im relationalen Modell. Also in keiner der Dimensionen, weder in der Dimension der Zeilen noch in der Dimension der Attribute, spielt die Reihenfolge eine Bedeutung. Hat das eine Bedeutung? Ja, was ich jetzt mache, wir haben in einem Unterverzeichnis von dem GitHub Repository haben wir so ein kleines Sample, eine kleine Teilmenge der IMDb-Daten mal zur Verfügung gestellt und die können Sie sich auch anschauen und hiermit laden. Das sind die sieben Relationen, die wir besprochen hatten und diese lade ich jetzt in Relationen, also in meinen Typ, den ich oben definiert habe. Das mache ich mit dieser Load-CSV-Methode, die wir geschrieben haben. Das heißt, damit werden jetzt Relationen erzeugt. Wenn ich die jetzt mal anzeigen lasse, sieht das so aus. Das heißt, ich habe jetzt hier Movies Directors, ich habe das Schema von Movies Directors und das sind die Einträge, die da drin stehen. Also Movies Directors, welcher Film hat welchen Regisseur ist hier genau durch das abgebildet, was wir eben auf der Folie hatten. Das ist die ID des Regisseurs, des Directors. Das ist die ID eines Films, den dieser Director gemacht hat. Wir haben hier so eine kleine Helfermethode eingefügt, die die Anzahl der Zeilen limitiert. Wenn ich die hier wegnehme, dann sehen Sie, dann kriege ich die ganze Relation ausgegeben. Wenn Sie mit den echten Daten arbeiten, wird das schon mit diesem Sample sehen Sie, dass das sehr schnell, sehr unübersichtlich wird. Deswegen macht es Sinn, hier die Anzahl der Zeilen, die angezeigt werden pro Relation, ein bisschen zu beschränken. Ja, hier, genau, und das sind dann die Schauspieler, haben wir jetzt Beispiel ein paar eingetragen für ein paar Filme. Hier werden aber noch über 1000 Tupel nicht angezeigt und so weiter und so fort. Ne? Das ist jetzt eine einfache Relation. Oder einfach das Beispiel für dieses IMDb. Ja, hier habe ich mir jetzt einen Variablenamen definiert, der genauso heißt wie Directors. Also ich kann jetzt auch mit Directors direkt darauf zugreifen. Das ist natürlich netter. Ich kann jetzt noch verschiedene Ausgaben erzeugen, wie das aussehen soll. Also hier habe ich so eine tupelweise Schreibweise mal gewählt. Ich kann aber auch das mehr so als Tabelle ausgeben. Das werden Sie sehen, wenn Sie in die Bibliothek zu Relation mal reingucken. Das sind verschiedene Arten der Ausgabe drin. Und was Sie jetzt machen sollen in der Übung, das ist, dass Sie dieser Relation beibringen, dass es sowas wie einen Schlüssel gibt. Also wir wollen Schlüssel definieren. Wir wollen Schlüssel definieren, wie wir es eben auf der Folie gemacht haben. Also ich gehe nochmal zurück. Wir hatten die Schlüssel. Ja, wir gehen hier direkt mal. Genau, wir haben ja die Schlüssel definiert durch Unterstreichen in diesen Relationen. Und das heißt ja, wenn ich was einfüge in so eine Relation, dann muss ich ja überprüfen, ob es diesen Schlüssel schon gibt. Also gibt es schon diese ID. Und wenn es die ID nicht gibt, dann füge ich es nicht ein oder wäre besser direkt eine Fehlermeldung. Und das kann unsere Implementierung hier nicht. Also die Relation, die wir hier implementiert haben, haben wir jetzt extra so gemacht, dass sie das nicht kann. Die kann keine Schlüssel, die wird keine Schlüssel berücksichtigen, die wird alles einfügen, was irgendwie geht. Und das sollen Sie reparieren. Das heißt, Sie sollen jetzt in der Übungsaufgabe eine Key-Relation schreiben, die von Relation erbt
und genau das macht. Das heißt, Sie können hier jetzt die Schlüssel definieren, die eine Teilmenge der Attribute sein muss von den Schlüsseln, die definiert sind. Ja, das macht man durch diese Notation in Python. Das hier ist eine Teilmenge. Kann man eine Mengensemantik schreiben, indem man sagt, aha, diese Keys, die hier definiert sind, müssen eine Teilmenge sein von Self-Attributes. Da müssen Sie nicht irgendwie händisch iterieren und irgendwie rumprobieren. Das können Sie einfach hier durchschreiben. Genau, und dann gibt es dafür einen Test. Ein Unit-Test, wenn Sie noch keinen Unit-Test gesehen haben. Es gibt, wie gesagt, mein Screencast-Video dazu in dieser Playlist von diesen Python-Videos, den 10 Videos oder was das ist. Beziehungsweise am Dienstag werde ich Ihnen das auch noch mal in aller Fülle und Schönheit erklären, wie Unit-Tests funktionieren. Wenn Sie es noch nie gesehen haben, keine Sorge, erkläre ich Ihnen dann noch mal. Um 12 Uhr kommen wir dahin. Aber es ist relativ einfach. Wenn Sie es vorher angucken wollen, gucken Sie schon die Videos dazu an. Was dieser Test macht, ist, er hat bestimmte Ein- und Ausgaben und überprüft, ob Sie das korrekt implementiert haben. Und das heißt, was Sie machen sollen, ist, Sie implementieren diese Zelle und geben diese Zelle bei uns im CMS ab. Nur diese Zelle wird hochgeladen ins CMS. Und was die Tutoren machen, die laden sich diese Zelle runter und lassen die gegen den Test laufen. Ja, wenn der Test durchläuft, ist alles gut. Und natürlich werden die auch in den Test nochmal, wenn die in ihre Implementierung nochmal reingucken, ob das alles funktioniert. Das ist die Idee hiervon. Ja, also wenn ich das jetzt hier mache, dann, also ich führe das mal aus. Ja, das, so, Shift, Return. Wenn ich diesen Test durchlaufen lasse, das mache ich, indem ich diese letzte Zeile ausführe, dann wird der Test rummeckern, Fail. Warum? Ja, hier sind bestimmte Sachen fehlgeschlagen in diesem Test und das sollte dann bei Ihnen alles okay sein. Und so werden wir die Übungszettel in den nächsten Wochen in diesem Semester gestalten. Es wird immer eine Übung geben, wo Sie was implementieren müssen. Sie kriegen natürlich immer den Test dazu und dann können Sie selber schon gucken, ob der Test funktioniert. Und Sie geben immer nur diese eine Zelle ab. Und dann können wir gucken, ob Sie das richtig gemacht haben. Wobei wir natürlich auch immer in den Code reingucken. So viel dazu. Jetzt noch zum Abschluss. Wir waren hier, ich hatte Ihnen das gezeigt. Also nochmal ganz kurz, Beantwortung dieser Fragen. Die erste Frage war, wie werden in IMDb die Daten zu Film- und Schauspielern, Regisseuren und so weiter modelliert? Das macht man durch das Entity-Relationship-Modell. Wie legt man die Daten ab, ist dann eine Frage, über das wir gar keine Entscheidung treffen müssen. Das kommt in den weiteren Vorlesungen. Also ich habe gar nicht gesagt, speichern Sie es auf der Festplatte, speichern Sie es auf diesem Gerät oder auf jenem, in diesem Dateiformat oder hier. Das habe ich nichts zu gesagt. Das ist völlig abstrakt erstmal nur gesagt, wie ein Datenmodell aussieht, aber nicht, wie man das abbildet auf echte Hardware. Das kommt später. Und diese Eigenschaft nennt man physische Datenunabhängigkeit. Das heißt, wir haben Daten modelliert unabhängig von einem bestimmten Gerät, von einem bestimmten Dateiformat. Das ist ganz wichtig, dass man das an dieser Stelle so macht. Ja, dann haben wir uns angeguckt, die zweite Frage, wie werden in IMDb diese Verknüpfungen modelliert und abgelegt? Durch Fremdschlüsselbeziehungen im relationalen Modell. Ja, also wir hatten diese Beziehungstypen aus dem ER-Diagramm, die haben wir umgesetzt in bestimmte Fremdschlüssel im relationalen Modell und das ist genau die Technik, die hier wichtig ist. Und nächste Woche gucken wir uns dann an, wie wir Anfragen an diese Daten stellen. Noch ein bisschen weiterführendes Material, ich hatte schon erwähnt, es gibt noch weitere Videos, die aus einer älteren Iteration der Vorlesungen da sind, da haben wir auch ER-Modellierung gemacht, die erklären das nochmal an anderen Beispielen, nochmal ein bisschen anders, teilweise sind ein paar mehr Details drin, also Sie müssen nicht alles davon gucken, aber so gerade so diese ersten beiden Videos decken auch ziemlich genau das ab, was wir jetzt haben, lade ich Sie ein, auch nochmal reinzugucken, ist hier unten verlinkt. Hier sehen Sie auch, das ist das mit dem Min-Max, das müssen Sie nicht angucken, aber vielleicht mehrstellige Beziehungstypen, das ist ein bisschen schwierig zu lesen teilweise. Schwache Entitätstypen machen wir ja auch nicht, wir machen aber NM und Generalisierung, das können Sie hier auch nochmal angucken, das brauchen Sie nicht. Und dann hier das relationale Modell, das haben wir auch natürlich gemacht. Ja? Also wenn Sie nochmal da reingucken wollen, können Sie das gerne tun. Ja, hier kommen noch ein paar Fragen rein, ich schaue mal die Fragen an. Ich denke, die Frage eben bezog sich darauf, was dem Attribut Villa-ID für einen Wert zugeordnet wird, falls der Regisseur keine Villa besitzt und man Villa-ID als... Ja, super, okay, das gucken wir direkt an.
Das kann ich Ihnen noch erklären. Was ist mit Villa-ID für einen Wert? Zum Beispiel, falls der Regisseur keine Villa und man Villa-ID jetzt ein Villa-ID als Attribut an Regisseur reinnimmt. Achso, ja, genau, richtig, ja. Also, wenn ich jetzt wirklich den Fall habe, dass diesem Regisseur, sehr gute Frage, wunderbar, wenn diesem Regisseur keine Villa zugeordnet ist, und wie gesagt, das steht ja hier im ER-Modell drin. Entschuldigung, muss kurz was trinken. Also, dem Regisseur muss keine Villa zugeordnet sein. Dann muss ich hier irgendwas einführen, was hier nichts repräsentiert oder nicht vorhanden. Und da gibt es, kann man jetzt entweder ein relationales Modell, sagt man sowas, man schreibt einfach Omega hin, ja, so als Platzhalter für, da ist nichts, nichts definiert. Das ist aber sehr wenig verbreitet, was man in Daten, das, was wir später auch lernen werden, das ist Null, ein sogenannter Null-Value. Und ich kann das mal, also man schreibt einfach Null in dem Sinne, so geschrieben hin. Ja, das heißt, das wäre wirklich der Eintrag. Das ist vergleichbar zu einem Null-Pointer in der Programmiersprache. Also hier würde wirklich als Belegung dieses Attributs würde Null stehen, im Sinne nicht zugeordnet. Dem ist keine Villa zugeordnet. Das ist das, was man da dann hinschreiben würde. Ich hoffe, das beantwortet das. Genau. Was haben wir noch? Warum ein Entweder-Oder bei einer 1-zu-1-Beziehung? Wenn man von beiden Seiten darauf zugreifen möchte, könnte es dann nicht aus Performance-Gründen sinnvoller sein. Ja, gehen wir nochmal zurück auf das Beispiel. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? Zack. Also, wo war denn die Umsetzung von 1 zu 1? Genau, hier. Performancegründe. Ja, das ist, Es ist eine lange Geschichte. Wir haben noch gar nicht über Performance geredet und wie wir das umsetzen. Also vielleicht kann man, ich würde das mal, es ist wirklich wichtig, an dieser Stelle nur konzeptuell zu modellieren und die Performance erstmal vollständig außen rauszulassen. Ich weiß, das ist schwierig, aber es ist in der Informatik relativ wichtig, diese Ebenen mal einmal wirklich ganz sauber durchzuspielen. Natürlich werde ich mir in der Praxis hinterher, wenn ich so ein Modell baue, schon hier und da Gedanken machen, wenn ich weiß, was jetzt noch alles kommt nach der ER-Modellierung, kann ich mir schon Gedanken machen und sagen, oh, da mache ich ja schon mal gleich das anders, weil ich weiß, das hat Folgen für die Performance. Aber jetzt, wo wir sind hier in dieser Grundvorlesung und Sie das zum ersten Mal sehen, ist mein Vorschlag, vergessen Sie alles, was Sie über Performance sich vorstellen. Das spielt hier erstmal überhaupt keine Rolle. Es ist viel wichtiger, das konzeptuell erstmal richtig hinzubekommen. Und konzeptuell richtig heißt für mich hier an dieser Stelle, naja, wenn ich es einmal modelliere, habe ich die Information modelliert. Ich muss es nicht zweimal machen. Ja? Also man kann Sachen doppelt in so ein Relationsschema hinterher eintragen. Und es gibt tausend Gründe dafür. Aber da muss man sich gut überlegen, ob man das macht. Ja? Also hier an dieser Stelle bitte nur eins davon machen. Und also für Fortgeschrittene hinterher kann man dann wirklich beides machen. Aber das ist ein wirklich langes Thema, wo ich Sie hier nicht mit verwirren möchte. Bitte erstmal nur einmal hinschreiben. Genau. Was haben wir noch? Gibt es Secret Tests? Secret Tests? Da bin ich leicht überfragt. Ich würde mal, Secret Tests, was meinen Sie damit? Geheime Tests? Unangekündigte Tests wie in der Schule. Da kam der Lehrer mal rein und hat dann auch irgendwie mal jetzt mal hier Zettel auf dem Tisch, jetzt schreiben wir mal einen Test. Also wenn Sie das meinen, nee, gibt es nicht. Es gibt auch keine Mini-Tests in den Übungen, in den Tutorien. Also was Sie abgeben müssen und wo wir Sie testen. Ach so, Sie meinen Secret-Tests mit Unit-Tests. Ah, jetzt habe ich das Mapping, glaube ich, richtig hingekriegt zu der Frage. Ja, sehr gute Frage. Wir haben keine Secret-Tests. Genau, also die Frage mit dem Secret-Test ist bei Unit-Tests gemeint, dass wir weitere Tests haben, die wir nicht veröffentlichen. Ja, das macht Sinn bei größeren Projekten, weil das Problem ist folgendes. Wir geben Ihnen jetzt den Test und Sie könnten einen Code schreiben, der den Test erfüllt, aber trotzdem kompletter Müll ist. Ja, Sie haben genau diese Werte irgendwie, die wir im Test berücksichtigen, haben sie hart kodiert, dass es für die funktioniert, aber wenn ich irgendein anderes Tupel einfüge, funktioniert es nicht mehr.
Ja, deswegen ist es immer sehr schwierig, einen Test komplett zu veröffentlichen. Aber da das so ein winziges Problem ist und so ein winziges Programmchen, was Sie hier schreiben, haben wir jetzt nicht extra Secret Tests aufgemacht. Das machen wir später in der fortgeschrittenen Vorlesung, in der Stammvorlesung Database Systems. Da gibt es Secret Tests und da gibt es gute Gründe dafür, weil es für uns dann einfacher zu verstehen ist. Hier gibt es diese Secret Tests nicht. Sie sehen den kompletten Test, aber es kann dann trotzdem passieren, dass der Tutor Ihren Code durchguckt. Der wird schauen, hey, hat er da hart gegen kodiert, dann kriegen Sie die Punkte auch nicht. Also Sie müssen schon das allgemein lösen und korrekt lösen. Den Test alleine bestehen, das reicht nicht. Also Sie müssen das schon auch richtig machen. Ne? Aber wir haben dafür jetzt keine Secret-Tests gemacht. Genau. Mit den Keys, Folie 7 und in der 2, warum ist keine Menge, Klammer Movi, da ist noch, okay, Folie 37, super. Das ist mal gut bei den Fragen, wenn Sie sagen, Folie tralala, wenn es mehrfach vorkommt. Gehen wir nochmal drauf, Folie 37, bumm. Also, das ist die Frage. Um das unten das Beispiel, warum ist keine Mengenklammer um Movie-ID, da Movie-ID ja das Keyset ist. Warum sollte ich da eine Klammer machen um Movie-ID? Also man... Ach so, ah. Ja, richtig. Okay. Im Grunde haben wir einmal dereferenziert. Ja? Sie haben einmal die Menge. Ja? Eigentlich kommt hier eine Menge zurück und ich könnte die Menge reinschreiben und das ist ja die Movie-ID. Das wird wieder ausgerollt, das wird wieder flach geklopft. Also für die verschiedenen Keysets, die jetzt rauskommen, die klopfe ich flach und führe die einzeln hier auf. Das heißt, ich habe hier nicht mal die Mengenklammern, die Sie hier in dem Keyset implizit erzeugen, sondern die werden hier praktisch flach ausgerollt, weil in so einem Relationsschema darf nur eine Sequenz von Attributen stehen. Ja, das ist wichtig. Und nicht irgendwie was anderes. Ja, sehr gute Frage. Super. Gut, dann weise ich noch kurz darauf hin, dass wir eine kurze Office Hour mache ich jeweils nach der Vorlesung in Discord. Das ist jetzt nicht so wie die normale Office Hour, die wir dienstags und freitags haben, wo wir auch Fragen zu Wakeman beantworten. Das ist jetzt mehr für inhaltlich oder konzeptuell oder wenn Sie das Gefühl haben, Sie wollen direkt irgendwie was zur Vorlesung wissen oder zu irgendwas anderem, die eher Fragen zu technischen Problemen mit Wakeman, bitte in die normalen Office Hours. Aber wenn Sie jetzt Fragen an mich haben, dann können Sie jetzt direkt auf Discord kommen und mir die Frage stellen. Ja, ich hoffe, Sie haben ein bisschen was gelernt. Ich konnte Ihnen das ein bisschen näher bringen. Sie können, wie gesagt, das Ding bleibt auch archiviert auf YouTube. Sie können sich das vorwärts und rückwärts nochmal angucken. Schauen Sie sich auch die anderen Videos an. Es gibt dann demnächst heute Nachmittag noch den Übungszettel im CMS. Es gibt nächste Woche Übungsgruppen, mit denen wir anfangen. Montag und Dienstag sind die Übungsgruppen, soweit ich mich richtig erinnere. Ansonsten sehen wir uns nächsten Dienstag mit dem zweiten Teil der Python, mit dem Python-Crashkurs, 12.15 Uhr am Dienstag. Ja, alles Gute bis dahin, bleiben Sie gesund, bis dann und tschüss.